Moin und Mädel, ihr Lieben. Lange nichts voneinander gehört, hätte ich gesagt gehabt, aber es passiert ja auch gerade irgendwie nichts. Rainerle arbeitet steil an seiner Porno-Karriere, aber die will auch irgendwie nicht so durchstarten, denn alle seine Accounts werden komischerweise nach kurzer Zeit wieder gelöscht. Einfach so. Tja, warum auch immer. Ne? Richtig, richtig doof. Und sonst, ja, bleibt Rainerle undercover. Eigentlich ist es wirklich schön. Es ist ruhig. Ich hatte jetzt die Wochenenden für mich und ich war spazieren und es war angenehm. Also so kann es eigentlich bleiben. Rainerle verschwindet langsam in der Bedeutungslosigkeit, hätte ich gesagt gehabt. Aber so wie wir und ich Rainerle kenne, würde ich mal sagen, da kommt demnächst schon noch was. Wenn die Barren langsam knapp werden und ja, die nächste große Ausgabe ansteht, wird der Rainerle schon ein neues Video ins Netz hauen. Da gehe ich stark von aus. Denn das war die letzten Jahre immer so. Gut. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, dann fangen wir doch einfach mal an mit Klassikern. 2018 hat der liebe Demon auch auf dem Discord und TS rumgehangen und hat undercover einige Aufnahmen erstellt. Und hat dann eine 12-Stunden-Compilation ins Netz gehauen. Das Jahr 2017 haben wir ja schon durchgenommen und deswegen geht es jetzt natürlich weiter mit 2018. Ich wünsche euch und mir viel Glück bei diesem ja, Machwerk, nenne ich es jetzt mal. Schauen wir mal, was da jetzt noch so passieren wird. Ihr seht die Highlights aus dem Jahre, habe ich mit eingefügt, aus der Drachenchronik. Könnt ihr gerne immer mal wieder reinklicken und schauen, was da so abgeht. Dann habe ich mir drei Juno-Streams aus den Jahre 2018 geschnappt und habe die einfach mal so also als kleines Nebenvideo hier reingepackt, ohne Ton, damit man ein bisschen Rainerle sieht, wie er da so interagiert. Mal sehen. Vielleicht gefällt es euch, vielleicht gefällt es euch nicht. Mal sehen. Gut, ich würde sagen, genug der vielen Worte. Wir starten einfach mal. 2018, los geht's. Auf dem Dreierraum ist der Drache der Zweistuhler. Da kommst du nicht rein, das kann schnicken, ey. Der hat mich schon dreimal rausgemacht, der denkt auch, irgendwie hier die Hater werden und die sind besiegt. Die Hater bleiben unbesiegt. Der kann mich bannen, wie oft der will, ey. Es wird echt schwer, da reinzukommen. Der macht den Raum so klein. Anscheinend ist der Drache in diesem Raum, okay. Wir sind ja, du kommst ja gar nicht rein. Der bannt die Leute raus, aber neue Leute kommen nicht rein. Mädel. Okay, ich frage mich zwar, warum er das jetzt drin gelassen hat, aber gut. Hören wir uns mal an, was wie das weitergeht. Ich balle nicht ohne Grund und ich balle oft genug. Ja, der ist halt mal richtig am Bann unterwegs, ey. Mich richtig in Bannlaune heute, Rainer. Der Bannhammer wird geschwungen. Ja, man muss sich hier Nicknames machen, damit die witzig sind. Ich nehme mich die ganze Zeit gleich, damit der rafft, dass er keine Chance hat, mich zu bannen. Ach, das ist doch dumm. Ach, der Scheiß-Bot soll Tweets aus den Nicknames. Hey, Paul, weißt du, was gemein war?
Dass er dich gebannt hat, obwohl er eigentlich mich bannen wollte. Ja, voll der Wichser, ne? Voll der Wichser. Der bannt einfach mich, obwohl ich nichts dafür konnte. Egal, ich komme jetzt wieder. Der kann mich am Arsch lecken. Dann? Ist aber echt so. Auf geht's. Hätte ich gesagt. Los geht's. Ich habe nicht pausiert, also läuft noch so weiter. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ah, jetzt passiert was. Mal sehen, wie lange das noch so geht. Ansonsten muss ich das ja tatsächlich doch nochmal schneiden. Vielleicht hätte ich doch mal vorher reinhören sollen. Na, aber in dem kleinen Video geht's auch ab. Rainerle sitzt draußen mit einer Sonnenbrille und erzählt was und Rainerle raucht auf dem Sofa. Und bei dem einen ist Rainerle gar nicht da. Das ist ja auch super. Also da ist er, im Hintergrund. Da macht sich im Wasserkocher was warm. Wie gesagt, es läuft hier noch. Ich glaube. You were moved. Ah. User was moved to your channel. Hallo. Kleiner Tipp, ich würde mal hier bleiben, wenn ihr mit mir reden wollt. Will ich aber nicht, du bist hier unerwünscht. Verpiss cool. dich, du fetter Spaß, verpiss dich. Ja, warum du bist der einzige mich? Mensch auf der Welt, der unerwünscht ist auf seinem eigenen Server. Warum beleidigst du mich? Hab ich dich weil beleidigt? Du Arschloch bist. Ja, ich hab dich beleidigt. Permanent. Weißt du kannst mich nur beleidigen, Nein. weil du keine Argumente hast, keine sinnvollen Argumente. Das ist das Einzige, was du kannst. Und das finde ich sehr traurig. Oh, Rainerle fühlt sich wieder auf seinem hohen Ross. Das Problem ist ja, mit Rainerle kann man nicht richtig diskutieren. Weil Rainerle kapiert ja auch einfachste Dinge nicht. Zum Beispiel, wenn man Rainerle sagt, Rainer, die Haut ist ein Organ. Dann argumentiert Rainer, nein, die Haut ist in meinem Auge kein Organ. Okay, danke Rainer. Wenn du schon mal Fakten nicht anerkennen kannst, ja. Auf welcher Grundlage das wollen wir dann überhaupt diskutieren? Aber gut, und dann passiert halt sowas. Dann fangen halt Leute einfach grundlos an zu beleidigen. Oder was heißt grundlos? Es ist ja nicht grundlos. Rainerle ist ja auch einfach ein widerlicher Mensch. Von seiner ganzen Art her. So grundlos sind diese ganzen Beleidigungen ja nicht. Es tut mir leid. Was ist denn jetzt? Hier wurde ausgegangen. Dafür, dass du so. Du kommst hierher, du beleidigst mich, ja? Lachst dir selbst noch den Arsch ab darüber. Ich lach gar nicht, ich meine das ernst. Ja, offensichtlich lachst du aber gerade auch. Du hast gerade gelacht. Ich hab geheult fast. Da hast du gelacht, ja, natürlich. Doch. Na und? Wenn man lacht, meint man es nicht ernst? Oder was würdest du mir damit sagen, Rainer? Ich bin auf meinem eigenen Server unerwünscht. Warum bist du dann hier? Was ist denn das für eine Rhetorik? Ja, um dich zu beleidigen, Rainer. Um dich von deinem Server zu schmeißen. Habt ihr gehört? Ich hab gelacht. War nicht so ernst. Weil die Leute hier cool sind, aber du nicht. Wenn ich hier drauf unerwünscht bin, dann geh einfach in einen anderen Raum. Du sagst mir gar nichts. Geh in einen anderen Raum. Ja, du hast mich doch hochgezogen. Ja, ich hab dich hochgezogen, weil ich ein paar Leute hochziehen wollte, weil in den Raum hier keiner reinschauen kann. Ja, weil du immer alles machst, was du willst. Ja, genau. Denn ich bin zufällig in der Situation da, so leben zu können, wie ich will und das machen zu können, was ich will in meinem Leben. Nee, Rainer, würdest du gerne. Und ja, hast du teilweise auch gemacht. Und jetzt, so nach den Jahren, in denen du so gelebt hast, wie du wolltest, kriegst du auch langsam die Quittung. Ja, die Konsequenzen kommen. Du bist obdachlos, hast kein Auto mehr, hast kein Geld mehr. Ja, hast es geschafft. Hast dein Leben gelebt. Ich mache meine Videos, weil ich es möchte. Ich verdiene meine Kohle mit meinen Videos, weil ich es möchte. Mhm. Und genau das ist der Punkt zwischen uns, der Unterschied zwischen uns, das Bessere zwischen uns. Ich kann machen, was ich will.
und brauche mir keine Sorgen zu machen, ob ich morgen früh auf Arbeit renne oder nicht. Ja, das stimmt, wie gesagt. Dafür hast du jetzt aber auch die Konsequenz, dass du nichts mehr hast. Denn ich verdiene meine Kohle, auch zu Hause, auch fett, okay, auch auf dem Sofa. Ja. Ja, nur auf dem Sofa. Du hast ihn nur auf dem Sofa verdient, Rainer. Wo denn sonst? Also ja, wir sind draußen immer mal so ein bisschen, aber trotzdem. Du hast nur gesessen, auf deinem faulen, fetten Arsch. Hast dich mit Barren beschmeißen lassen. Du? Offensichtlich nicht. Und du kommst hier lieber rein und beleidigst mich. Weißt du, hier schon wieder. Du bist auch nicht so fett, okay. Ja, aber du bist nicht fett, ich gratuliere dir dafür. Du bist ja fett. Nee, das ist also ich diskutiere darüber so nicht. Zu werden. Ich diskutiere darüber gar nicht. Du hast recht. Ich gebe dir vollkommen recht. Ich bin fett. Ja. Aber es ist die Frage, was bist du? Du bist ganz offensichtlich von dir selbst extrem überzeugt. Du kommst hier rein, beleidigst. Das beruht, glaube ich, dann eher auf Gegenseitigkeit, Rainer, denn du bist auch sehr von dir überzeugt. Auf jeden Fall. Beleidigst mich. Ich habe dich weder angesprochen, noch habe ich dich irgendwie beleidigt. Ach, Rainer, das brauchst du auch gar nicht. Allein deine ganze Art in letzter Zeit oder in der ganzen Zeit. In all den Jahren, Rainer, hast du ja auch wirklich jeden einzelnen deiner User auch in irgendeiner Weise beleidigt, belästigt oder sonst irgendwas mit deinen ganzen Videos, Aussagen und ähnliches. Brauchst du nicht irgendwelche Leute einzeln ansprechen? Du schaffst es schon tatsächlich, dass eine ganze Gruppe an Menschen dich einfach nur verachtet. Noch habe ich dir irgendwas getan. Ja. Doch. Sehr schön. Bin gleich wieder da, falls noch jemand was sagen will. Channel switched. Mit solchen Namen kommt ihr hier übrigens nicht rein. Meddle du Hurensohn, meddle du Hurensohn, meddle du Hurensohn, meddle du Hurensohn. Kommt der gerade hier wirklich rein oder war das nur eine scheiß Aufnahme? Nee, der ist wirklich hier gewesen. Ja, ich hatte meine Beleidigung gehört, hoffentlich, der Bastard. Wisst ihr, warum der mich geblockt hat? Irgend so ein Spaß hat ihn beleidigt, der blockt mich, der Hurensohn, der Fette. Ich putte seinen Vater aus der Hurensohn. Nein. Lass den Rudi in Ruhe. Error. Jetzt ist wieder kurz nichts. Metal. Hallo, Metal. Metal. Der Buttergolem ist da. Oder wer ist das? Ja, natürlich der Buttergolem. Das ist schon ein ziemlich fetter Idiot. Error. Muss man mal anmerken, jetzt so ganz am Rande. Ach wirklich? Hätte ich nicht gedacht. Standardinformation. Warum bannt er mich nicht? Ich verstehe das jetzt nicht. Ja, der ist gerade oben. Ja, er hat mich hochgezogen und dann habe ich gesagt, nein, ich will wieder runter in den Channel. Du bist hier unerwünscht. Ja. Der ist ja unerwünscht hier. Warum ich dann hier bin? Ja, weil ich mit den Leuten reden will, aber nicht mit dem Fettsack. Metall. Das ist das Problem, ist ein Schwatzen, der hat nicht richtig gerendert gekriegt, weißt du? Minus und Minus und Plus. Was hat der denn für ein Profilbild drin? Hat der Bastard. Den Finger in den Ofenkäse gesteckt oder was? Der Wichser hat mich einfach gebannt, weil ich nichts gemacht habe. Der hat mich einfach verwechselt, hat mich gebannt. Zweimal. Ja, mein Gott, du kennst ihn doch. Was? Dummer Bastard, Alter. Zweimal. Ist das sein Ringfinger oder Mittelfinger? Ich glaube, das ist sein Mittelfinger, ne? Eigentlich ist diese ganze Schwanz einfach mal das Kanal lieben. Oh. Der Drachenlord, keine Aufmerksamkeit. Der Hurensohn-Band weiter. Wir haben einen Biogenen hier drin, ne? Oder er war halt markiert. Ich fasse es nicht, ne? Selbst die Finger sind verfettert, ne? Das ist unglaublich. Der Hurensohn soll mich bannen. Hurensohn, Alter. Wieso kommen wir nicht auf seinen verfickten Raum hoch? Ja, weil der voll ist. Weil der begrenzt ist. Und der move die Leute rein, der sucht sich die Leute aus zu reinmoven. Cherrypicking. Ja. Mit solchen Namen kommen wir nicht raus. Solche Namen kommen hier nicht rein. You were moved. User was moved to your channel. User was moved to your channel. So, mal ein paar Leute reinziehen. Oder wieder raushauen, je nachdem. Alles gut bei euch? Oh, war schon. Und selbst? Ja, auch alles gut.
War das eigentlich der echte Exodus oder nicht der echte? Ja, nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Da ich ihn nicht markiert hatte, gehe ich davon aus, dass es nicht war. Ach so. Ist der eigentlich noch hier oder nicht mehr? Keine Ahnung, ich habe zu dem schon ewig keinen Kontakt mehr. Ach so. Aber auch nur, weil wir beide keinen zum anderen suchen momentan. Jeder macht so sein Ding. Ab und zu quatschen wir halt mal, ab und zu lassen wir es auch mal. Wer ist das denn? Das ist genauso wie mit Kilian halt auch und mit anderen YouTubern, mit denen ich Kontakt habe. Das ist ganz normal. Jeder macht so sein eigenes Ding, ab und zu quatschen wir halt mal und dann hat sich die Sache wieder erledigt eine Zeit lang. Ja, so ist das unter den großen YouTubern, ne? Jeder macht sein Ding. Oh, Kooperationen gibt's nicht. Warum auch? Vielleicht zockt man auch mal was gelegentlich, keine Ahnung. Ja, ja. Sicher, Rainer. Sicher. Ja, genauso wie bei euch im realen Leben so auch. Ihr trefft euch ja mit Bekannten oder Freunden auch gelegentlich mal. Und dann sieht man sich Wochen oder Monate lang gar nicht. Wenn nicht sogar jahrelang. Naja, es sei denn, man ist durch die Lebensumstände dazu veranlasst, sich jeden Tag zu sehen, aber ansonsten, ja, das stimmt schon. Oder durch die Lebensumstände dazu veranlasst, sich nie zu sehen. Naja, ja, oder, das geht dann in die andere Richtung. Oder besser das Beispiel auf der Arbeit. Wenn ihr in einer Firma arbeitet, wo ihr mehrere Abteilungen habt, dann bist du mal eine Woche in der Abteilung, mal eine Woche in der Abteilung oder mal eine Woche in der Abteilung. Und das ist richtig. Und vielleicht mal einen Tag wieder da drüben, wieder einen Tag da drüben. Und lernst halt hier und da Leute kennen und ab und zu arbeitest halt wieder mit anderen Leuten zusammen. Das ist manchmal hast du sogar Glück und kannst das Gebäck für alle kaufen. Also, nee, ich arbeite eigentlich in meiner festen Abteilung. Es ist nicht so, dass ich Abteilungen wechsle. Wer macht, also, weiß ich nicht. Vielleicht gibt's das, aber normalerweise, wenn du deine Arbeit hast, hast du auch deine feste Abteilung. Oder in der Produktion? Wechselt man da die Abteilungen? Vielleicht. Aber da bin ich nicht drin. Gut. Dann kannst du immer mal so durch die Etagen durch und einmal Hallo sagen. Da können manchmal sich Gespräche auftun. Ja, wenn es sowas bei euch gibt, dann auf jeden Fall, ja. Ich meine, ist bei YouTube immer ein bisschen schwierig. Ja. Wenn ich Gong oder Eblali mein Gebäck kaufen soll und vorbeibringen, habe ich ein Problem. Ja, vor allem haben die dann ein Problem. Keiner, die wollen nichts mit dir zu tun haben. Wollten sie nie. Ach, Rainer. Du hast dich immer als einen der großen und größten YouTuber Deutschlands gesehen. Und hast das ja auch nie verheimlicht. Und dann haben die Leute dich arrogant genannt. Und du hast dich gefragt, warum nennen die Leute mich eigentlich arrogant? Ich verstehe das gar nicht. Deswegen. Genau deswegen. Klein Rainer. Er kann ja mal durch ganz Deutschland fahren. Ja, und du gehst nicht ins Kirchen und gibst jedem Gebäck. Das kannst du auch machen. Naja, das sind ja keine Kollegen dann. Ja, wobei, ein paar User gibt es ja mittlerweile aus dem Skirchen. Die sind zwar relativ klein, aber es gibt ja ein paar Streamer mittlerweile und Let's Player. Habt ihr eigentlich auch so Tante-Emma-Läden oder sowas? So klein sind wir ja jetzt nicht. Beziehungsweise so groß sind wir nicht. Naja, also das ist schon ein kleines Dorf da gewesen. Oder, naja, ist es ja immer noch. Aber du bist ja nicht mehr so wirklich da. Aber ein Rewe gibt's da halt. Den Rewe Zwingel. Ja, Tante-Emma-Läden sind ja eigentlich mittlerweile eher entweder in so kleinen Dörfern und Städten, dass der im Umkreis von, was weiß ich, 15 Kilometer oder was, keine, oder 20 Kilometer keine anderen Städte, Dörfer findest. Oder ist es in einer so großen Stadt, dass der Tante-Emma-Laden irgendwo halt trotzdem überlebt, weil er halt einfach entweder billiger ist oder weil die Leute halt einfach lieber dahin gehen, anstatt in die Großläden. Das gibt's ja auch. Sein Tante-Emma-Laden billiger sein soll als ein Großladen? Eher unwahrscheinlich, Rainer. Aber woher sollst du das wissen? In deiner kleinen Dorfblase da. Doch, es kommt immer drauf an, halt ein bisschen, die sind halt meistens dadurch auch beliebter, weil sie da halt, halt ein bisschen familiärer sind. Also der einzige Tante-Emma-Laden, falls es den überhaupt noch gibt, der war in meiner Schulzeit in der Ortschaft, wo ich in der Schule war. Jetzt wollte ich schon sagen, wo ich schockiert habe. Wo ich in der Schule war. Ich dachte, du hast immer da gelebt, wo du jetzt lebst. Tue ich auch.
Achso. Erinnert nichts daran, dass ich etwa 50 Kilometer entfernt in der Schule war. Achso, ja, klar. Ja, und da war. Die Schule steht noch? Bei 50 ist vielleicht nicht übertrieben, so 30, 40 sind es. Die steht noch, ja. Aber ich weiß nicht, ob es den Tante Emmeladen noch gibt. Also in meiner Schulzeit, ich habe ja in meiner Schulzeit viel gekocht und alles. Und da haben wir halt Kochunterricht, sind wir halt ab und zu mal auch zum Einkaufen geschickt worden, weil man halt irgendwas gebraucht hat oder so. Oder das gehört ja halt auch zur Ausbildung, zur Hauswirtschaftslehre. Und da kam es dann nicht selten vor, dass man Ding gemacht hat. Wie heißt warte mal, bei euch ist auch ein Praktikum mit inbegriffen, ne? In eurem Schulsystem oder wie ist das? Weil ich kenne, ja? Es gibt nach der Schule, wenn du keine Ausbildung hast, also wenn du dich nicht um eine Ausbildung gekümmert hast oder so, gibt es nach der Schule die Möglichkeit, dass du das sogenannte BVB oder damals war es das BVB, berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme machst. Die habe ich jetzt zum Beispiel noch mitgemacht. Ja, weil du ja auch noch schulpflichtig bist bis 18, ne? Meine ich, sofern du halt keine Ausbildung anfängst. Und übrigens war deine Schule, die in Bad Windsheim ist, Rainer, oder war, von Altschauerberg genau 27 Kilometer entfernt. Also nichts mit 50 Kilometern. Nicht, weil ich keine Ausbildung hatte, sondern einfach, weil ich keine wollte in dem Moment und einfach gedacht habe, ich nehme das lieber noch mit, weil ein Jahr länger Schule ist mir dann lieber gewesen. Ein Jahr länger faulenzen. Und was heißt hier ein Jahr länger? Du hast nie eine Ausbildung angefangen. Weil erstens zu faul, zweitens zu dumm. So einfach ist das. Du hattest ja nicht mal ein Schulzeugnis. Also du hast die Schule ja nicht beendet. Du hast ein Abgangszeugnis. Vor allem, weil ich halt zu dem Zeitpunkt schon angefangen habe aufzuwachen. Hätte ich das ein paar Jahre früher gemacht, hätte ich vielleicht die Kurve noch gekriegt, aber naja. Ja, nee, weil ich... Was? Aufzuwachen? Wovon redest du? Inwiefern aufzuwachen? Du hast doch danach überhaupt nicht die Kurve gekriegt. Du hast irgendwelche Dulli-Jobs angenommen. Du warst in einer Zeitarbeitsfirma, die dich überall eingesetzt hat. Und zwar jede Woche woanders. Was nicht gerade für dich spricht, Reinhalle. Und dann, wissen wir ja, wie es mit deiner YouTube-Karriere angefangen hat. Er hatte mal zu einem Typen mal Kontakt oder war auch mal mit dem befreundet. Der kam zum Beispiel von einer Sonderschule bei uns in der Nähe und der hatte zum Beispiel da in dem Laden unseres Dorfes da ein Praktikum gemacht, als Kassierer beispielsweise. Und das war von der Schule festgelegt. Dass er das macht. Achso. Wir hatten in der Schule in der 8. Klasse. Jo. Also in der 7. Klasse hatten wir das. Wie viele gibt es eigentlich bei euch? Wie viele Klassen gab es? Ganz normal 9. Oder zumindest war es damals noch in der Hauptschule auch ganz normal 9. Ich weiß nicht, ob das immer noch 9 Schulen sind. Doch, egal auf welcher Schule, nach der 9 hast du vergleichsweise Hauptschulabschluss, ja. Ja. Ja, und bei uns halt so, du hast ganz. Ja, ich habe auch einen ganz normalen Abschluss, ne? Von daher. Nee. Rainer muss sich reingerätschen. Du hast ein Abgangszeugnis. Du hast keinen Schulabschluss. Das war auch das Wort, was ich vorhin gesucht habe. Wie war ich jetzt? Naja, einen ganz normalen Abschluss halt. Also normalen Schul. Das geht ja als normaler Schulabschluss in dem Sinne. Das ist aber kein, ich glaube nicht, dass das ein Unterschied zum normalen Hauptschulabschluss ist. Quali habe ich halt keins machen können. Ja. Dein Sonderschulabschluss, den du ja nicht mal hast, sondern das Abgangszeugnis von deiner Sonderschule ist, denke ich mal, nicht gleichwertig mit dem eines Hauptschulabschlusses. Klein Rainer. Weißt du, ach ja, also mit Quali gibt es ja noch. Quali gibt es noch, das sind die in dem Sinne Hauptschulabschluss, zumindest war das bei uns so. Ich habe da früher mich nicht drüber informiert und es hat mich nicht wirklich interessiert. Ich halt doch, aber du hast recht, mein Onkel war zum Beispiel auf der Sonderschule und der hat aber mit Quali gehabt, deswegen hat er einen Hauptschulabschluss gehabt, das stimmt, ja. Ja, genau. Also Quali ist halt Hauptschule in dem Sinne und normaler Schulabschluss ist halt, kannst du in der Hauptschule auch machen, aber dann hast du halt keine Qualis. Die Qualis hast du ja nur dann, wenn du die auch machst. Das sind ja nochmal zusätzliche Prüfungen irgendwie. Was? Okay, da bin ich raus aus dem Schulsystem für Sonderschule. Richtig, ja. Wir hatten in der Schule
Das ist auch so geil. Wir hatten in der 9. Klasse überhaupt keine Religion mehr, ne? Ja. Aber nur deswegen, weil unsere Klasse das abgewählt hatte. Weil wir den Lehrer für Religion in der 8. so fertig gemacht haben, dass er in der 9. gesagt hat, entweder wir machen Ethik oder wir machen Religion. Aha, also warst du schon immer Lausebube irgendwo. Wird mit Steinschleuder und sowas, ne? Wird abgestimmt halt, ne? Und da wurde abgestimmt, ich habe sogar für Religion gestimmt, nicht weil mich das irgendwie interessiert hat oder so, sondern weil ich schon damals am Ende vom Jahr, schon vor Anfang des Jahres wusste, man kann, das wurde im Jahr davor nämlich schon mal gemacht, mit der vorherigen 9. Klasse. Jo. Man kann zumindest in Religion einen Quali machen, wenn man da drin gut ist. Und da ich in Religion damals einen, was habe ich damals gehabt? Ich war auf einer 2 oder auf einer 3 gestanden in Rallye, im Vorjahr irgendwie. Oder ja, irgendwie sowas. Laberfach. Ja, in Laberfächer war ich immer schon gut. Ja. Auch in Physik und Chemie und so weiter. Da habe ich immer gute Noten gehabt. Ja, wie auch immer. Sicherlich, Rainer, deswegen sieht dein Zeugnis auch so aus, wie es aussieht. Dein Abgangszeugnis. Aha. Bitte? Bei uns ja. Also, wir haben seltene. Wir mussten halt in erster Linie Sachen auswendig lernen, irgendwelche Formeln und so weiter. Und weil es Fächer waren, wo es mich interessiert hat. Also wir haben ab und zu halt mal so dieses Experiment der Stahlwolle und sowas haben wir auch mal gemacht, aber die haben uns in der Schule ja kaum was beigebracht in die Richtung. Bin halt in Mathe und in Deutsch bin ich halt durchgefallen eigentlich in dem Sinne. Aber ja, mein Deutsch habe ich in den Lauf der letzten 5 Jahre oder Lauf der letzten 8 Jahre habe ich es extrem verbessert. Ah, das ist klar. Also wenn du das sagst, wie schlecht muss denn bitte dein Deutsch die vorherige Zeit gewesen sein? Es geht ja kaum noch schlechter. Vor allem in der Schrift. Wenn ich noch Videos oder... Ich habe noch irgendwo mit meinem Hauptaccount, habe ich noch irgendwo Kommentare von vor 5 oder vor 6 Jahren, also wo ich angefangen habe mit YouTube. Bevor ich Videos gemacht habe, habe ich da noch Kommentare gefunden irgendwann mal unter einem Video. Oh Gott, ich habe mir das angeschaut und denke mir so, oh mein Gott, war das wirklich ich? Da habe ich so einen Scheiß geschrieben. Ich habe damals immer geschrieben, wie man spricht. Und da kam so ein Bullshit raus. Rainer, das tust du doch noch genauso. Du schreibst doch immer noch, wie du sprichst. Ja, komplett falsch. Ich habe mir ich das durchgelesen. Ich will jetzt aus Prinzip keinen Namen nennen, aber hier auf dem Teamspeak ist einer, mit dem verstehst du dich eigentlich ganz gut. Der war auf der gleichen Schulform. Da habt ihr, glaube ich, auch gutes Gesprächsthema. Oft. Ich vermute mal, ich weiß, wen du meinst. Ja, ja. Ja. Weil es einfach ist nicht so eine. Ich will jetzt nicht so. Nee, ist super. Den Namen, ne? Wenn du das gesagt hättest, wärst du geflogen. Da gibt es kein Wenn und Aber. Also von daher. Ach so. Ach, ja, wieso? Nur weil er auf derselben Schulform gewesen ist? Das ist doch. Na, ihr unterhaltet euch doch nur. Warum darf er denn nicht über jemand anderes reden? Das ist jetzt auch unabhängig der Regel gemacht, das macht man einfach nicht deswegen. Naja, klar. Nee, das wäre auch nicht wegen der Regel gewesen, auch aus mehreren Gründen. Wie auch immer. Ach so, okay. Ja, eben wegen Ethikgründen und so weiter. Aber ach so. Ist ja auch egal. Ja, klar. Aus Ethikgründen. Alles klar, Renner. Quatsch. Oh, der hatte das Schwein. Wollte ich gerade bannen. Egal. Nordkorea ist wieder am Start. Und ja, hat seinen Spaß mit dem Bannhammer. Nee, ich war in Bad Windsheim, heißt es. Stimmt. Ja, bestimmt. Ach doch, kann ich ihn doch noch bannen. So. Ah. Wenn er es ist, dann ist er es. Wenn er es nicht ist, ist er es nicht. Aber das hier könnte das Schaf sein. Zumindest habe ich ihn irgendwann mal rot markiert als Regenbogenschaf. Buddy was moved to your channel. Hey ho, RBS, wie geht's dir denn? Hey, wie geht's dir, Digga? Alles klar, willst du mich schon wieder direkt beleidigen, Alter? Ich warum beleidigen? Hoch. Ich zieh Digga? Dich hoch. Digga ist doch keine Beleidigung. Wird als Beleidigung gesetzt, aber, ne? Digga ist keine Beleidigung, Rainer. Wenn man Digga nicht schreiben kann, schreibt man es mit
GK, aber ich habe Digger gesagt. Und schreib mal, da hat keiner was gesagt, ne? Ja. Weißt du, ich will dich ja hochziehen, ja, will freundlich sein und er kommt gleich mit, ja, Digger. Digger, mit G, nicht mit CK, mein Freund. Ja, Rainer, und er hat dir auch erklärt, dass es keine Beleidigung gewesen ist, die er da abgesondert hat, will ich jetzt mal sagen. Er hat dich freundlich auf norddeutsche Art begrüßt, mein Digger. Freund. Kollege, ja. Freund. Wie geht's, oh, dir? Ja, passt schon. Was treibst du denn schon wieder hier? Du weißt doch genau, dass du TS-Verbot hast. TS-Verbot? Was, ja, denn, denn das? Hä? Schon eine Ewigkeit. Dachte, das sei dir klar. Hat mir niemand gesagt. Hä? Weißt du ganz genau, klar. Vielleicht wird es jetzt Zeit für eine Versöhnung. So sieht's aus. Können wir es doch mal aussprechen? Aussprechen. Ja. Ich habe nicht mit irgendeiner Scheiße angefangen. Ich habe auch keine Scheiße gebaut eigentlich in dem Sinne. Mit welcher Scheiße habe ich denn angefangen? Wie wäre es zum Beispiel mit Lügenlord? Gelogen oder was? Du nett? Es geht nicht darum, ob ich es habe oder nicht. Es gibt einfach Sachen, die erzählt man nicht, oder einfach Sachen, die habe ich bewusst auch anders erzählt, wie sie waren, einfach auch um andere zu schützen. Darum geht's doch gar nicht. Ich habe doch nur Sachen erzählt, bewusst anders, als wie sie gewesen sind. Ja, Rainer, ganz genau so definiert man eine Lüge, hätte ich mal gesagt. Und okay, das sind auch Sachen, die dir klar waren von Anfang an. Da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, da brauchst du es auch nicht leugnen, das wissen wir beide. Mhm. Ja, also für mich ist Lügenlord keine Beleidigung in deinem Fall, also. Nö, es ist ein Fakt, das stimmt. Und du meinst, Lügen, wenn man jemanden als Lügner bezeichnet, ist es nie eine Beleidigung oder was? Doch schon, aber natürlich, dann ist es, dann gilt es auch, dann gilt es auch für mich, doch, das gilt für jeden. Nee, wieso? Wenn jemand offensichtlich lügt, ist er ein Lügner. Warum? Das ist keine Beleidigung, das ist einfach so. Du kannst nicht einfach jemanden als Lügner bezeichnen, egal wie oft er lügt. Ach so. Das ist unhöflich und es ist absolut ein No-Go. Ach so. Aber warte mal, und was ich jetzt bin vielleicht der Einzige, lügt? Ich bin vielleicht der Einzige, der Anstand hat von uns beiden. Der Einzige, der Anstand hat? Mhm. Okay. Ich glaube, du bist auch der Einzige von uns mit einem kleinen Bauch. Oh, RBS, der fehlt aber auch wirklich. Oh Mann, ist das schön. Ja. Nee, definitiv nicht. Warum? Weil ich fett bin. Oh. Der Unterschied ist nur, dass es mir nichts ausmacht. Ich, ja, lasse mich nicht auf mein Aussehen reduzieren. Und ich reduziere auch andere nicht auf ihr Aussehen. Also von daher. Ja, Rainer, doch, das hast du schon sehr gerne gemacht und das tust du auch weiterhin sehr gerne. Wenn Leute auf öffentlicher Straße standen, damals in der guten Zeit bei Altschauerberg, hast du die so schon gerne aufs Äußere reduziert. Wenn sie eine Brille getragen haben, war es dann Vierauge, Brillenschlange und so weiter. Wenn sie ein bisschen dicker waren, dann war es gerne, ja, gerne die Schiene halt, Fettsack und so weiter und so weiter. Ihr wisst es, ihr kennt die Besuchsvideos. Rainerle geht immer, immer und sofort auf das Äußere ein. Es gibt auch dieses schöne Video, wo diese zwei Leute auf der Straße stehen, Rainerle von oben filmt und die ganz normal angezogen sind. Und Rainer sich darüber echauffiert, dass diese Leute ein Pullover tragen und dass sie Mutti angezogen hätte. Egal, ist ein anderes Thema. Finde ich echt gut. Ich finde, ja, man soll sich treu bleiben. Im Gegensatz zu den Sachen, die ich mir von dir schon ab und anhören habe dürfen, ne? Waren da schlimme Sachen dabei? Naja, ich denke mir einfach so, wenn du so Videos machst oder so Sachen erzählst mit, ja, wo du mich eben als widerlicher Fettsack bezeichnest und so weiter. Ja, natürlich. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich auch schon sehr, sehr schwach, wenn man andere auf ihre Aussehen reduziert. Mal vom Gewicht jetzt abgesehen. Ja, warum machst du es dann? Oder warum hast du es gemacht? Vielleicht ist mir einfach mal rausgerutscht. Also, kann ja mal passieren. Vielleicht wollte ich auch einfach jemanden schützen damit.
Ja, und jetzt. Er ist wirklich ein Profi. Ein absoluter Profi. Du willst mich verarschen auch noch, warum? Alter? Ich dachte mir den Klartext, ey. Ja, macht er doch, Rainer. Genau das, was du vor nicht mal 2 Minuten gesagt hast, wirft er dir jetzt entgegen. Aber damit kommst du nie wieder nicht klar. Machen wir doch gerade. Also, keine Ahnung. Ja, und deswegen willst du mich jetzt verarschen. Verarsch dich doch nicht. Natürlich, gar nicht. Nein. Du bist immer so ein bisschen in so einer Schutzhaltung direkt. Immer wenn du mit mir redest, Schutzhaltung. Denkst du direkt, ich will dich verarschen. Dabei bin ich okay, einfach so. Okay, wie war denn unser letztes Gespräch? Weiß wir ich haben uns nicht. Ganz normal unterhalten wie jetzt und am Ende beleidigst du mich permanent und dann bist du rausgegangen. Ich hab mich beleidigt. Und hast du keine Argumente mehr gehabt. In unserem Livestream, klar. In der letzten Diskussion beim Livestream. Ja, natürlich. Ja, aber also ich muss sagen, ich bin echt überrascht, wie locker man mit dir reden kann, Drache. Also ja, du hast dich ja schon weiterentwickelt dann. Weiterentwickelt habe ich mich nicht. Ich bin immer noch der gleiche. Ich zeige nur eine andere Seite von mir. Das ist ein Unterschied. Na gut, Man kann dich bisher echt noch nicht von dir. Das ist echt entspannt so. Kann man mal mit dir auch locker reden. Keiner von euch kennt mich wirklich, wie ich bin. Nee, wir kennen nur 2% deines Lebens, Rainer. Jeder. Jeder kennt nur 2%. Ja. Ja, das stimmt. Also, wir kennen ja immer nur dein Internetgesicht sozusagen, ne? In dem Sinne? Im Endeffekt, dein Internetgesicht ist ja auch das Gesicht, welches du uns zulässt sozusagen zu sehen. Du spielst ja im Endeffekt auch damit. Hatte ich. Mittlerweile spiele ich ja ein bisschen anders. Okay. Ja, das macht das Ganze auch natürlich echt spannend, wenn du quasi auch versuchst sozusagen uns zu manipulieren. Manipulieren? Darüber bin ich weit hinaus. Einer, der spielt schon wieder 4D-Schach. Weit hinaus sogar, okay. Mhm. Ja. Ich habe es nicht nötig, andere Leute zu manipulieren oder andere Leute für meinen Vorteil auszunutzen. Doch. Doch, Rainer, doch. Hast du schon oft und sehr oft getan. Kleines Beispiel ist die Mods, die du gehabt hast. Schrabadabba hat es ja mal erzählt, die ehemalige Mod Molle, die bei dir gewesen ist und ja auch der Leak, wo du aus dem, das Wolfsrudel rausgeschmissen wurdest von Azog, dem Idioten. Da hast du die Leute auch ausgenutzt für den Drang Monday zum Beispiel. Sollten die dir Texte schreiben und Videos erstellen und alles Mögliche und alles, was die gekriegt haben, war nicht mal ein Danke. Du nutzt die Leute schon sehr gerne aus und das sieht man auch, und das ist ganz wichtig, immer bei deinen Streams oder auch zum Beispiel bei deinen Spendenstreams, die du ja mal gemacht hast. Wo du meintest, ja, ich brauche hier Geld für meine Stromschulden. Was waren das? Was, ich weiß gar nicht mehr den Betrag, den du angesetzt hast. 16.000 oder was? Und ich brauche ja auch noch einen neuen PC. Machen wir einfach mal 18.000 draus, vielleicht sogar 20. Und warum nicht gleich 25.000? Dann kann ich hier direkt noch mein Haus und Hof noch ein bisschen renovieren. Könnt ihr schon mal spenden für. Ja, das stimmt. Das, also finde ich gut. Also manipulieren ist echt scheiße. Mhm. Naja, der König muss es ja wissen. Sorry, wie kommt es, dass du mich hier hochgezogen hast? Ich wollte sehen, ob ich dich damals richtig als ABS markiert hatte oder ob das nur eine Fake-Markierung war. Ja, hatten wir ja auch schon genug. Ja, das kann sein. Ja, das höre ich öfters mal. Aber guck, ich komme einfach rein, denk mich nicht sozusagen. Ich bin einfach da. Ist das schön? Da kann ich wieder jemanden auf die Namensbannliste setzen. Ja, hoffentlich nicht mich, oder? Ja. RBS müsste schon in der Namensbannliste drinnen sein. Auch so frech. Und wenn ich dich bannen wollen würde, hätte ich es längst getan, oder? Ja, das stimmt. Wie großzügig, Rainer. Wie großzügig. Ich bin definitiv keiner, der groß zaudert. Nee, also ich finde auch du, unbegründet man bei dir eigentlich nicht vom TS. Außer man heißt RBS.
auch dann fliegt man mittlerweile nicht mehr unbegründet. Ist dir noch nicht aufgefallen, dass ich mal abgesehen, also Namensbann ist ja immer ein Permanentbann in dem Sinne, aber okay. Es ist ja nur der Name, der permanent gebannt wird. Ist dir noch nicht aufgefallen, dass ich so gut wie niemanden mehr permanent banne? Akrodins Knie wurde von Drache dauerhaft vom Server gebannt. Das ist ein Namensbann. Ah, okay. Die werden automatisch als permanent angezeigt, weil es der... Du hörst deine RBS. Weil es der Name ist. Ach, hey, cool, RBS. Da heißt ja jemand RBS. Cool. Geht ja doch. Dann muss ich es doch nochmal raushauen. Mhm. Das ist gleich erledigt. Naja. Also, kenne ich von meinem Teamspeak. Das ist immer ein bisschen kompliziert, das einzustellen. Ich habe keine komplizierte Sache. Du gibst einfach den Namen ein. Punkt Stern. Name. Ach, Rainer. Du hast leider den kleinen Seitenhieb nicht verstanden. Name. Punkt Stern. Muss die Einstellung eben auf reguläre Ausdrücke gebannt haben und schon ist er weg. Ah, okay. Hm. Ach, das ist doch kein Aktnet. Okay, aber der wurde jetzt auch dauerhaft gebannt. Das ist doch kein Aktnet. Weil es ein Namensbann war. Der hat sich jetzt sofort eingeloggt, das ist Peter, glaube ich. Wenn er mit einem anderen Namen reinkommt, kommt er wieder rein. Das ist nur der Name, der gebannt ist. Und der Exodus ist, halt ist auch auf der Bannliste oder wie jetzt? Nö. Bei mir machen das immer die Mods, da habe ich keinen Einfluss drauf. Warum ist nicht Dragon gebannt, zum Beispiel, statt da? Also Drache ist eh klar, aber warum nicht Dragon? Ist Dragon nicht, Dann Dragon geht, glaube ich. Sicher? Ich probier's. Und warum ist jetzt Demon nicht gebannt? Warum soll der Demon gebannt sein? Dragon geht, ja. Dragon geht. Weil sich schon mal einer als Demon hier ausgegeben hatte, deswegen dachte ich. Er hat es so geheißen oder hat er gesagt, er ist es? Ja, hat sowohl so geheißen als auch gesagt, dass das ist. Aber. Moment, meinst du den Admin, mein Kumpel, der damals da war? Nein, ja, nein. Da war einer, der hat dann hinterher gesagt, er wäre Demon, aber es war nicht Demon. Ja, wenn er es gesagt hat. Demon. Also, müsste sowieso gebannt sein. Herr Kumpel, wenn ihr den 2017er Leak kennt. Dann wisst ihr vielleicht noch, dass Rainerle mal mit Stimmverzerrer in dem Teamspeak war und sich als Demon ausgegeben hat, einem Kumpel von Rainer. Währenddessen Rainerle mit seinem Account drinne war, aber das Mikrofon natürlich in Anführungsstrichen kaputt gewesen ist. Wo es dann eine Diskussion gegeben hat über einen bestimmten Raum, der gelöscht worden ist, weil da immer wieder eine Person reingejoint ist. Und Rainerle mit diesem Stimmverzerrer mit diesen Leuten geredet hat und dann immer, ja warte, der Drache schreibt mir gerade. Ja, Rainerle sieht das genauso. Utopisch. Einfach nur utopisch. Wirklich. Na, Demon ist ja nicht in der Bannliste. Dämon müsste drin sein. Nee, der ist schon wieder draußen. Den habe ich auch schon wieder aus dem Admin rausgenommen. Warum? Weil er keinen Bock mehr gehabt hat. Der am Anfang, haben ja alle immer gesagt, bist du Drache. Ja, Admins kommen und gehen. Ja. Das ist kein Aknet. Nö. Aber wie kommt es eigentlich, dass du heute hier so aktiv bist? Also, wundert mich fast. Aktiv bin ich hier drauf immer, man merkt es nur selten, weil ich meistens nichts sage oder nicht AFK, sondern Dings, ich innen bin. Okay. Ich kam gerade aus dem Fitnessstudio und jetzt hier Hölle los, was ist da los? Wahnsinn. Ab und zu lasse ich mich halt mal zeigen, ne? Einfach nur deswegen, dass da mal ein bisschen wieder Stimmung in den Laden kommt. Ich habe 150 Slots, am Anfang waren hier fast 400 Leute drauf oder wollten drauf und jetzt ist kaum noch was los. Ja, früher waren das 100, wie kommt das, dass das auf einmal 150 sind? Hast du den aufgestockt oder wie? 150 sind es schon fast seit Anfang an. Ah. Wir hatten nur ungefähr mal, ich weiß nicht, 3 oder 4 Wochen lang hatten wir mal 100 und dann haben die, da hat Fortnite Plays, übrigens vielen lieben Dank an Fortnite Plays. Ja, danke, danke. Kannst du dann auf YouTube gleich mal posten, wenn du es postest, das sehe ich ja gleich kommen, dass du es wieder veröffentlichst. Ich habe... Danke an Fortnite Plays. Kein YouTube-Kanal mehr, ich habe aufgehört. Oder jemand anders. Ist er jetzt doch ganz weg? Ich dachte, du hast wieder weitergemacht irgendwie. Nee, ich bin jetzt Twitcher und ich habe jetzt Twitch-Partnerschaft bekommen. Ah, okay. Naja, wenn es Spaß macht. Ja, muss auch mal sein. Wie auch immer, jedenfalls. Ich habe, wo war ich jetzt? 150 Dots vom... Ach so, genau, richtig. Entschuldigung.
Dankeschön. Wie auch immer, jedenfalls, der war auf 100 und dann war irgendwann ein Admin da, also vom vorne Players direkt, war jemand hier drauf, der hat halt gemeint, ja, wollte sich nur mal umgucken, was hier los ist, weil hier plötzlich so viele Leute immer drauf sind, direkt vor Anfang an, weil ich ja den Server aufgemacht habe und es waren halt instant so viele drauf immer, oder wollten drauf. Und da hat man dann halt einfach einen zweiten Musikbot, deswegen habe ich zwei gegeben, beziehungsweise ich habe mir damals zwei geholt, der eine ist jetzt umsonst und der andere, das andere waren 500 Slots, toll, wo ich dann dazu bekommen habe. Okay. Von daher, also 50 Slots, also, habe ich gesagt 500? 50, also wir haben jetzt 150 wegen der Sache und ich zahle aber halt bloß die 100. Ach so. Weil die anderen sind halt umsonst. Wozu? Wozu brauchst du eigenen Teamspeak, den du bezahlen musst, Rainer? Discord ist komplett umsonst. Und wenn du dich wirklich nur mit deinen Mods austauschen willst, hätte auch ein kostenloser Teamspeak vollkommen ausgereicht. Aber nein, du brauchst ja die Aufmerksamkeit und du bist ja so volksnah. Ne? Ja, cool. Also da kann man sich auch nicht beschweren, wenn du, ich meine, 100 Leute, zahlst du da bestimmt einiges dafür. Ich meine, wenn ich da so ein Anbieter wäre, würde ich da auch gucken, dass du... Ich meine, du machst ja auch Werbung für die im Endeffekt, ne? Natürlich. Ah, ja, so, da hast mich wieder was an was erinnert. Muss ich mal bei Zeiten machen. Was denn? Ach, ich wollte, dann kann ich gleich noch meinen Namen bannen. Entschuldigung, ein bisschen abgelenkt, immer den ganzen Namensbann mal schön eintragen. Huch. Ja, kein Problem. Ich mache gerade auch nebenbei noch so eine Mail an Twitch fertig. Es nervt einfach alles, die ganzen... Naja, ist halt der ganze Bürokratenscheiß. Beziehungsweise ja, bei dir jetzt in dem Fall, bei mir ist ja kein Bürokratenscheiß. Sehr warum mit Juno doch bestimmt auch, oder? Ja, mache ich aber ja gerade nicht, das meinte ich. Weil ich ja gerade, ich mache ja gerade den Teamspeak, die Bannliste. In dem Sinne. Okay. Deswegen, okay. Das habe ich jetzt gemeint. Du machst gerade Bürokratenscheiß, müsste ich aber auch machen mit Juno. Beziehungsweise mache ich momentan mit meinem Netzwerk. Ja, ja. Okay. Muss man da irgendwie so eine Endabrechnung dann machen, oder was macht man dann? Wie eine Endabrechnung, weißt du doch selber eigentlich. Nee, bei Juno, ich bin ja kein Juno-Partner, so. Also ist, bei jeder, ist bei jeder Plattform gleich. Ah, okay. Verrückt. Du müsstest ja wohl auch dein eigenes Gewerbe haben, dann gehe ich von aus. Nee, ich mache das alles schwarz. Oh, das ist aber nicht so gut. Ja, aber... Ach, Rainer, was redest du? Du machst das doch auch schwarz. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass du da wirklich in irgendeiner Form eine Steuererklärung ja erledigt hast. Wer kann, der kann. Kannst dich nicht erwischen. So, jetzt Dragon auf der Blackliste, wollte ich doch jetzt gerade mal gucken. Ja, wenn du noch einen Moderator brauchst, kann ich dir auch gern helfen. Also. Nee, ich habe momentan 5 Admins. Okay. Quatsch, 5 Moderatoren, 3 Admins. Nee, 4 Admins. Das passt schon. Und sonst so, wie sieht es dann aus so die nächsten Monate? Wird sich da noch groß was ändern jetzt? Also irgendwie, ich habe ja mitbekommen, am 1. März musst du ausziehen und so. Stimmt das? Ist da was dran an den Gerüchten? Was denkst du? Keine Ahnung. Also, ich habe mir gedacht, ich komme am 1. März mal vorbei und... Aber wieso auch? Warum solltest du ausziehen? Das gehört dir, oder? Richtig. So ein Stück. Korrekt. Theoretisch, du könntest dir auch extrem leicht Umzugshelfer oder so organisieren. Ich meine, wie viele Leute würden da gerne mal vorbeikommen und helfen? Das ist teuer, glaub mir. Ich ziehe auch gerade um von A nach B. Ja klar, aber du hast jetzt so eine Reichweite wie rein. Also könnt ihr einfach sagen, hey, helf mir mal. Ja, genau. Und dann zerlegen sie mir auf der die Hälfte wird geklaut, die andere Hälfte kommt nie an und die nächste Hälfte, was nicht mehr vorhanden ist, kann ich verschrotten, weil die meisten Sachen davon kaputt sind, weil sie kaputt gemacht wurden beim Umzug. Ach, Rainer. Wir haben ja jetzt gesehen, was mit deinen Sachen passiert, wenn du tatsächlich um- bzw. ausziehen musst aus deinem Haus. Das meiste ist einfach Müll. Es wird weggeschmissen. Was du wirklich nur mitgenommen hast, waren deine Sexspielzeuge, dein PC, Computerkram und wahrscheinlich irgendwie ein paar Mangas. Und der Rest, ja, den hast du da gelassen zum Wegschmeißen. Ja, da ist auch wirklich nichts
aber so ziemlich gar nichts von Wert mehr in diesem Haus gewesen. Nee, danke. Aber ich habe in deinem Video gesehen, dass deine DVD-Sammlung ja doch wieder aufgetaucht ist. Du hast doch mal einen Tweet oder so abgesetzt, mit, dass ich dir die geklaut hätte angeblich. Ich habe nicht einen Tweet abgesetzt, dass du mir die geklaut hast. Ich habe irgendwann mal in einem Video gesagt, dass die mir geklaut wurde. Das ist ein Unterschied. Aber die wurden dir ja nicht geklaut, oder? Doch, ich habe über 600 DVDs gehabt. Das 600? Das sind jetzt vielleicht noch 150 Stück, wenn überhaupt. Ja, das, sind ja nicht mal alle, die da drüben sind. Und das sind ja nicht mehr alles nur DVDs, das sind ja auch ein paar Spiele hin und so dabei von der GameCube und so. Die GameCube-Spiele alle in einer externen Hülle sind. Die habe ich so eine kleine Box, wo alle drinnen sind, dann brauche ich nicht immer die Hüllen rumschleifen. Habe ich früher fürs Zocken, wenn ich bei meinen Kumpels war oder so, oder wenn wir auf irgendwelche Partys gegangen sind und die dabei hatten, habe ich so eine kleine Box für die ganzen. Weil die haben ja, das sind ja bloß die kleinen CDs. Und da habe ich so eine Hülle, die ist nicht mal so groß wie eine DVD und ist halt so, weiß nicht, 5 cm hoch oder was, da passen halt so 10 Spiele rein oder so. Ja. Das ist immer ganz praktisch. Ja, ich kenne das. Und dann verleiht man mal Spiele und bekommt sie nicht zurück. Und DVDs, richtig nervig manchmal auch. DVDs sind auch schon tatsächlich, bevor ich welche verliehen habe. Ich habe eigentlich viel mehr gehabt. Ich habe bestimmt, weiß nicht, 40 DVDs. Nein, 40 DVDs oder was habe ich gehabt, die nie wieder aufgetaucht sind. Darunter unter anderem der Film Schande des Dschungels, den ich mir mit 16 oder so mal gekauft habe. Oder mit 17. Der ist richtig gut, stimmt. Kenne ich auch, glaube ich. Ja, der ist so dumm, ey. Aber sau lustig. Ja, und ein paar andere halt noch. Sind echt richtig geile Filme dabei gewesen, aber die sind irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte auch, war es der Dreier? Ich hatte Resident Evil Afterlife in einer Metallbox, in einer Specialbox. Die ist, die ist nie wieder aufgetaucht. Die ist schon, ja, schon bevor die DVDs geklaut wurden, ist sie schon verschwunden gewesen. Die habe ich. Ja. Ich würde mal behaupten, die hast du einfach verschlampt, Rainer. Oder die ist beim Auszug diesen Jahres irgendwo wieder aufgetaucht, nämlich in irgendeiner Ritze. Irgendjemanden mal geliehen und die ist nie wieder aufgetaucht. Klar. Das hat mich immer geärgert. Ich dachte erst eine Zeit lang, das war von meinem Kumpel, weil ich habe meinem Kumpel die nicht gegeben. Aber ich habe ihm zweimal die gleiche gekauft und ich habe vergessen, dass ich die ich ihm gegeben habe, ihm geschenkt habe, weil ich die halt zweimal hatte, weil ich die einmal für mich und einmal für ihn gekauft hatte. Was? Okay. Reiner Logik. Das ist jetzt zu dem Zeitpunkt gewesen, wo ich noch gearbeitet habe. Also ganz normal. Das war bei mir auch so. Wenn ich irgendwas suche, ich verdächtige meistens immer erstmal meinen besten Kumpel, weil ich irgendwie gedacht habe, ich habe es ihm geliehen. Aber hey, eine verrückte Sache noch. Na, verdächtigen tue ich ihn nicht. Ich habe nur erst gedacht, ich habe sie ihm geliehen und weil ich sie bei ihm im Regal mal stehen habe, singen. Bis wir habe ich gesagt, ey, du hast die? Ich habe mich schon gewundert. Dann hat er gemeint, nee, das ist seine. Also ich habe ihn nicht verdächtigt, dass er sie geklaut hat. Ich habe ihn nur verdächtigt, dass. Ich habe nur gedacht, ich habe sie ihm geliehen und habe es vergessen, weil ich sie gesucht habe. Kann man denn vergessen, dass man ihm eine DVD geschenkt hat? Was ist, Rainer, was ist los mit dir? Also was hast du denn für ein Siebgedächtnis? Okay. Also ich verdächtige meine Kumpels ja nicht. Ja. Na, doch, hast du doch gerade gesagt. Hast du gerade einen Kaffee oder was war das gerade für ein Geräusch? Logo? Kaffee muss sein. Ich trinke auch gerade einen Kaffee. Ach so, ich weiß ja nicht, ob du das mitbekommen hast, aber also wahrscheinlich eher nicht, du hast mich ja geblockt, aber ich werde wieder Vater, aber erst in 7 Monaten, also. Ja, Glückwunsch, hätte ich gesagt gehabt. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Kann man ja sich auch mal so unter Gegnern wünschen, oder? Ist ja nichts. Gegnern? Nimm mir das nicht übel, ja. Ich will dich nicht beleidigen, auch wenn es jetzt ein bisschen dumm klingt. Oh, jetzt kommt irgendwie sowas. Oh, ich sehe dich nicht als Gegner. Du bist für mich nichts wert. Bla, bla, bla. Irgendwie sowas, Rainer. Aber deswegen erwähnst du ihn ja auch so gut wie nie, den guten RBS. Ja, also ich will dich nicht beleidigen, auch wenn es jetzt ein bisschen dumm klingt. Aber ich habe dich nie wirklich als Gegner gesehen. Ach so, okay. Ja gut, dann habe ich mich da echt krass überschätzt. Peinlich jetzt, scheiße. Verdammt. Ich betrachte auch andere nicht so als Gegner. Es gibt halt ein paar Typen, die ich nicht ausstehen kann, aber wirklich Gegner sind es meiner Meinung nach nicht. Nicht, weil sie mir nicht das Wasser reichen können oder ich ihnen nicht, sondern einfach, weil Gegner, ich weiß nicht. Ja, es ist ein bisschen eine extreme Aussage, finde ich. Die brauchen wir eins so nicht.
Rainer, du erwähnst RBS bei jedem Moment. Also wenn irgendein Hater sagt, was hast du schon erreicht und was weiß ich nicht alles, dann kommt, deine Aussage ist ja meistens, wo sind die ganzen Hater, wo ist RBS, wo ist Molumbi, wo ist Drache nervt und so weiter. Die haben halt einfach keinen Bock mehr auf dich gehabt, weil RBS dich immer und immer wieder besiegt hat. Man merkt es ja jetzt gerade wieder in diesem Gespräch. Er hat die Oberhand und tanzt dich aus. Na so, keine Ahnung, weißt du, so Kakerlaken oder so, die zerdrückt werden von so einem so im Endeffekt. Ich bin auch nicht mehr als eine Kakerlake. Hm. Findest du? Natürlich. Okay. Wir sind doch, genau genommen sind wir alle nicht viel mehr. Es kommt immer auf die Warte an. Was? Das gilt aber für jeden Menschen. Kein Mensch ist mehr wert als der andere, auch wenn das vielleicht von sich behauptet oder glaubt. Okay, Rainer, dafür stellst du dich aber des Öfteren irgendwie immer auf ein Podest und siehst dich gerne als das höchste Wesen, jetzt um mal einen Klassiker rauszuhauen. Oder aussagt. Ja, nee, weißt du, ich meinte jetzt eher so wie so in einem Film, keine Ahnung, irgendwie das zerdrückt halt einfach die, ja, egal. Warum genau denke ich jetzt an Man in Black 1? Ja, genau, so in etwa, richtig, genau. Mit dieser Kakerlake und dieser Frau da, mit dieser langen Zunge. Oh, muss ich mir auch mal wieder angucken, ey. Frau, lange Zunge? Ja, da war doch so eine mit so einer langen Zunge oder so, keine Ahnung. Welchem Teil? Im Einser? Ja, den mit dem Schwarzen und dem anderen da, dem Älteren mit der Brille. Muss ich mir vielleicht auch mal wieder anschauen, das ist schon ewig, ja. Ach ja, meine Liste ist schon wieder voll. Was heißt voll? Wenn ich da mehr als 4 Nachrichten drinnen habe, ist die für mich immer voll. Dann lösche ich das alles, weil ich mag das nicht, wenn die immer so voll ist. Wenn immer so, es wird immer so unübersichtlich irgendwann, das mag ich nicht. Ja. Ach siehst du, ich wollte Metalcraft weiter aufnehmen. Wobei, weiter aufnehmen ist Quatsch eigentlich. Weil es ist ja nochmal drauf, das habe ich verpeilt. Neuerung momentan gar nichts. Also auf meinem Gaming-Channel will ich demnächst mal als Teaser für ein Projekt, was ich eventuell überlege, neben Zelda zu machen, will ich ein Gameplay machen. Ja, warum eigentlich immer Zelda? Also ich habe jetzt auch, das erste habe ich ein bisschen angeguckt, aber war nicht so mein Spiel. Aber jetzt hast du ja irgendwie 2018, fängst du jetzt nochmal Zelda an. Ist es ein anderer Teil? Ich dich unterbreche. Meinst du jetzt den ersten Zelda-Teil an sich oder meinst du jetzt den neuen Zelda-Teil an sich? Also du hast die neue Konsole, ne? Und da hast du ja das neue Zelda, das neueste die, Zelda. Die überhaupt. Switch meinst du? Genau, richtig. Nee, die Switch habe ich ja von einem Zuschauer geschenkt bekommen. Ach echt, okay. Ja. Und letztes Jahr den Computer, den ich jetzt benutze, vor 2 Jahren den PC und jetzt vor letztes Jahr dann die Konsole, voll krass. Weiß nicht, ob das dieselbe Person war. Andererseits war beim Computer ein Brief dabei, bei der Switch nicht. Echt? Wie auch immer. Ja, hast du da keine Angst, dass da irgendwie Viren oder so drauf sind? Naja, auf dem PC. Wie bei diesem einen Typ da mit dem Laptop. Auf dem PC, ja auch so. Na, das war ja wieder was anderes. Der PC hat ja keine Festplatte drin gehabt. Da war damals extra ein Brief dabei, in dem drin gestanden war, dass ich mir keine Sorgen machen brauche. Der hat extra die Festplatte rausgenommen und dass ich mir keine Sorgen wegen Viren oder sonstigen Scheiß machen soll oder wegen irgendwelchen versteckten Programmen. Okay. Und naja, Arbeitsspeicher ist mir scheißegal, weil Arbeitsspeicher habe ich ausgetauscht. Da sind jetzt 16 GB drinnen, weil da waren zwei Riegel mit, ich glaube, 2,5 oder so drinnen. Und wenn die weniger als 3 GB haben, kann man die Arbeitsspeicher, soweit ich weiß, vergessen, wenn ich da jetzt technisch richtig informiert bin. Okay. Warum man die vergessen kann, erschließt sich mir nicht so ganz. Aber Rainer, du hast sie sowieso immer falsch gesteckt. Von daher hattest du eben nur die Hälfte von deinem eigentlichen RAM. Mittlerweile, also mit der ordentlichen Standardtechnik. Und das Mainboard, dass du auf dem Mainboard ein Virus drauflässt, oder also fürs BIOS halt, das ist zwar möglich, ist aber so kompliziert, umfangreich und kompletter Schwachsinn eigentlich,
Weil du da, das ist so ein Aufwand machen müsstest und dann müsstest du erst, dann würde man das wahrscheinlich beim Hochladen sogar merken, beim Hochfahren, dass da garantiert kein Virus drauf ist. Aber für alle Fälle habe ich einen Kumpel damit beauftragt, dann mal drüber zu gucken. Der hat gemeint, da ist alles in Ordnung. Und da das ein, ein ITler ist, ein Geländer, habe ich mir da keine Sorgen gemacht. Außerdem habe ich über Internetseiten und so weiter mal ein bisschen nachgegoogelt. Die haben, da war eigentlich fast überall gestanden, dass das so gut wie unwahrscheinlich ist. Und deswegen, ja. Und die Festplatte, die da drinnen ist, die habe ich mir ja frisch aus dem Laden geholt. Von daher. Wenn ich da jetzt mal so ein anderes Thema aufmachen darf und gerade so locker mit dir reden kann. In deiner stromlosen Zeit, ne? Also erstmal fand ich richtig verrückt. Das war ja ganz crazy, die stromlose Zeit bei dir. Und ja, das war vor allem merkwürdig, dass es überhaupt passieren kann. Also viel. Ja, das absolut merkwürdig, dass wenn ich keinen Strom zahle, mir die Gesellschaft einfach meinen Strom wegnimmt. Das ist unfassbar, oder? Ja, 4 Jahre lang kommen die und nach 4 Jahren kommen die das erste Mal. Vor allem, ich bin ja davon ausgegangen, dass es gezahlt wird, weil ich ja mehrere Konten habe. Ja, klar. Auf dem einen Konto meine ganzen Haus und alles wird ja davon abgebucht. Ja. Von daher, merkwürdig. Ja, das ist ja eigentlich absolut merkwürdig, Rainer. Du hast ja nicht auch öfter erwähnt, dass du mit deiner Post schlampig umgehst, aber solche wichtigen Briefe, die sind dir natürlich, die wären dir nie entgangen, niemals. Auf jeden Fall nicht. Ich den ihr Fehler, also keine Ahnung. Also, du hast denen die Kontodaten gegeben, die können es ja abbuchen. Also, ja. Ne? Aber. Ja. Und witzigerweise hat Rainer ja auch erklärt, warum das nicht geklappt hat. Denn nämlich war das Konto nicht gedeckt zu dem Zeitpunkt der Abbuchung und ja, da wird das Lastschriftverfahren automatisch ausgesetzt. Und man muss selber aktiv werden und diesen Abschlag ja selber überweisen. Oder halt ein neues Lastschriftverfahren in Auftrag geben. Das geht natürlich auch. Aber gut, wir kennen Rainer. Der prüft seine Konten nicht. Der weiß nicht, was da los ist. Der hat das nicht mitbekommen. Natürlich nicht. Und dann irgendwann, ja, hat er jetzt halt keinen Strom gezahlt. Und das ist denen aufgefallen. Die haben sich bei Rainer gemeldet. Und Rainer hat gesagt, ihr hättet euch ja mal früher melden können. Warum muss ich mich denn darum kümmern? Mal so eine andere Frage dazu oder zu diesem Zeitraum. Du hast da ja auch so eine Partnerschaft da bekommen oder so ein Merchandise. Ach nee, sorry, kommt immer bei den Begriffen durcheinander. Sponsoring mit Huawei, ne? Mhm. Und aber da hast du ja das Video an sich gar keins mehr gemacht, oder habe ich das? Ich habe ein Video gemacht, wurde daraufhin darum gebeten, das nicht mehr hochzuladen, das wieder runterzunehmen. Wie kommt das nur, Rainer? Wie kommt das nur? Weil es vielleicht absolute Grütze war. Also schlechter hätte man ein Handy nicht bewerben können. Ja. Von dem Typen, wie ich am Sponsoring, wegen meinen Hatern, wegen dem ganzen Huawei-Boycott-Scheiß. Ach so, echt? Oha. Ja, nur deswegen. Nur deswegen. Nicht, weil du überhaupt gar nichts über dieses Handy erzählt hast, sondern nur, oh ja, hier ist ein Sticker dabei. Ich liebe ja Sticker. Und dieses Kabel, wie funktioniert denn das hier überhaupt? Nicht ein Wort über dieses Handy. Also wie es technische Daten geschenkt. Ich durfte das Handy trotzdem behalten und es wurde halt dadurch ist halt die Sache gewesen, dass weitere Sponsorings es war ja ursprünglich für einen PC gedacht. Okay. Haben die dir erstmal ein Handy geschickt und dann, wenn das gut läuft, ein PC vielleicht? Nee, eigentlich hätte es ursprünglich für einen PC gehen sollen. Aber es hat dann geheißen, weil ich damals den Fehler gemacht habe, auf einem anderen TS was zu erzählen. Hat sich halt rausgestellt, weil ich bin davon ausgegangen, dass da keine Haters sind, weil man sich da normalerweise ganz gut unterhalten hat, Kenner und so weiter. Ja. Ja, und dann hat sich halt herausgestellt, dass da doch welche waren und die das dann rum erzählt haben. Es war eigentlich komisch, weil es war andere YouTuber TS, aber okay. Es war eigentlich ein Raum von, also mit YouTuber-Rang und so weiter, da kam man eigentlich anders gar nicht rein.
Rainer. Alles und jeder sind Hater. Und weswegen? Weil du alles und jeden zu Hatern machst. So einfach ist es. Okay. Also man hatte den Friendly oder den YouTuber-Rang, wie auch immer. Ja, und die haben es dann halt weitererzählt und dadurch wurde halt das Sponsoring mit dem PC abgesagt. Und daraufhin haben sie aber gemeint, sie schauen trotzdem mal, wie ich am Sponsoring, wie ich am Computer, wie ich am Handy. Ja, und dann haben sie es kurz darauf, haben sie es da. So ein Quatsch. Also wirklich, welche Firma macht denn sowas? Ja, wir sponsern dich mit einem PC. Ah, jetzt kommt raus, wir würden dich mit einem PC sponsern. Nee, dann machen wir lieber ein Handy-Sponsoring. Hier, nimm dieses Huawei und stell das mal vor. Aber bitte so schlecht wie möglich. Dann gesagt, ich soll es wieder löschen. Ja. Und ja, das habe ich dann gemacht. Und ja, ich durfte das Handy trotzdem behalten. Klar. Ah, okay. Und ich dachte schon irgendwie, keine Ahnung, du hast da Probleme dann bekommen. Aber nee, gut, dass du es war ja auch nicht, es war ja auch nicht direkt von Huawei. Ah, okay. Das war ja von einer Firma, die extra Sponsorings halt an Land zieht und so weiter. Die kriegen ja auch irgendwas dafür. Ah, okay. Aber mehr darf ich und werde ich dazu auch nicht sagen. Also es war halt einfach, gibt es ja verschiedene so Sponsorfirmen, die halt so Sponsorings ins Land ziehen und dann irgendwelche Leute fragen wegen Sponsorings. Aber klar. Irgendwie so, ich habe es selber nicht ganz verstanden. War ganz merkwürdig, das Ganze. Jetzt liegen mir zwei Themen irgendwie auf der Zunge. Einmal, was war mit diesem, wie hieß das, dieser Grabber oder so, ne? Dieser Grabber. Du hast doch irgendwie auch da mal was verlosen wollen. Aber das ist vielleicht nicht so wichtig. Und zwar die andere Sache, die ich da fragen wollte mit diesen Leaks von YouTubern. Also manchmal nervt es aber schon, oder? Also irgendwie, wenn man da immer die Mails bekommt mit, hey, ich habe ein Teamspeak, würde ich auf YouTube ranbekommen. Also lang was. Kollege, du bist ein bisschen abgehackt gerade. Ach so. Du meinst jetzt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn ich zusammenfassen darf. Gerne, ja. Du hast mich jetzt quasi gefragt, ob es nicht nervt, wenn ich auf anderen YouTubern TS bin, dass die mich dann fragen, oder was? Ja, oder diese Mails so, hey, komm doch in unseren TS, wir geben dir auch YouTuber-Rang und so, spiel doch auf unserem Minecraft-Server. Nö, nee, sowas will ich gar nicht. Also ich bin ja auf einem Minecraft-Server, bin ich ja, auf Brutal Brutal. Okay. Da habe ich ja auch einen Rang und alles und ein Ding. Siehst du, da wollte ich jetzt mal reingucken. Mal kurz öffnen das Ganze. Wie auch immer. Einer hat nicht ganz verstanden, glaube ich, worauf er hinaus wollte, dass RBS die ganze Zeit E-Mails von den YouTubern bekommt, dass er doch bitte auf die Teamspeak-Server kommen soll. Mal sehen, ob Rainer da noch drauf kommt. Jedenfalls, da bin ich ja unterwegs, auch mit Rang und alles, aber ich habe... Na? Wie war das? Die haben vielleicht Angst vor deinen, die ganzen Hatern halt so ein bisschen, ne? Dann ach verdammt, dir. Da ist kein Pass, dann muss ich morgen das Passwort raussuchen, bin jetzt zu faul. Drachenfeuer 15. Nee, gar nicht. Also ich darf da drüben rumeiern und die haben auch kein Problem damit und ja, aber das hat sich halt, ich wollte halt darauf hinaus, dass sich das dadurch ergeben hat, dass ich halt bei jemand anderem auf dem TS war, bei dem ich auch einen Rang habe. Und der hat halt gemeint, der macht auch YouTube und so weiter, ist noch nicht so bekannt. Der möchte mit mir zwar keine Kooperation machen, aber ich kann nochmal auf den TS kommen und so weiter. Ich kann nochmal ein bisschen Juno, ein bisschen Ding zocken, ein bisschen Werbung machen für den Teamspeak und alles. Ja, und das habe ich dann halt gemacht und mache ich auch ab und zu immer noch. Beziehungsweise mache ich jetzt wenig, weil ich da ja quasi nicht Videos mache im Moment, weil ja alles neu gelöscht wurde und also weil ich alles gelöscht habe. Ja. Aber ja, der Server ist eh noch im Aufbau. Und da werde ich demnächst auch mal wieder drauf rumeiern und ein bisschen zocken und alles. Ja, ich meine, dass du auf dem Server spielst, im Endeffekt, das implementiert ja auch, dass du Werbung machst. Wenn so ein YouTuber da drauf spielt, dann ist es ja auch Werbung für den Server. Also kann mir ja niemand erzählen, dass das nicht positiv ist dann. Ne? Ja, genau. Naja, positiv und negativ hängt da halt sehr eng zusammen an sich. Klar, das ist sicher, Rainer. Positiv und negativ, das hängt immer sehr nah beieinander. Ich glaube auch, physikalisch ist, glaube ich, positiv und negativ sind irgendwie Geschwister, so kann man sagen. Das ist auch da die so. Gehören zusammen. Dann der Aussage. Jetzt muss ich mal gucken, ist das Passwort? Mein Milliarden-Passwort. Habe ich vor ein paar Jahren, also vor 2 Jahren oder was, habe ich das mal angefragt. Ja, lustigerweise haben die sich damals für den Mittwoch. War das jetzt richtig? Ah, perfekt. Cool, danke.
Für den Mittwoch haben sie sogar ein Mittwoch-Shirt rausgebracht, tatsächlich. Voll Banane. Toll. Ja, haben aber weder ein Sponsoring für mich, noch würden die irgendwas anderes in die Richtung machen. Ja, kein Plan. Ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Ja, ja. An sich. Deswegen erzählst du ja auch nur die ganze Zeit davon. Aber es ist dir ja so egal. Juckt mich das nicht wirklich, weil EMP ist zwar gut, was so Sachen angeht mit Musik und alles, aber ist trotzdem auf Dauer gibt's bessere Sachen. Ja, also ich bestelle auch nichts mehr bei EMP. Ich habe mein Amazon und das reicht mir. Also, ganz ehrlich. Weiß nicht. Bei Amazon Prime habe ich ja einige Filme mittlerweile. Also das heißt, mittlerweile ist halt... Wann habe ich mir Ant-Man geholt? Ant-Man? Ja, Ant-Man was? Den Film Ant-Man habe ich mir damals geholt auf Amazon Prime in der Medienbibliothek. Kannst dir kaufen, kannst du online anschauen. Oh, ich habe mir, glaube ich, nie einen Film gekauft. So, also... Nee, warum? Also mit... Also, gut, ich meine, ja... Ausleihen über Prime. Aber kaufen? Muss ich schon harter Fan von diesem Film sein. Das Game oder was? Ant-Man, den Film. Ah, okay. Ant-Man, Marvel. Ach so, Ant-Man, ja. Ja, okay. Mit den Ameisen, ne? Genau, naja, der wird jetzt schrumpfen können und alles. Ja, naja, jedenfalls, da habe ich halt, ich wieder in der Lobby. Da habe ich dann halt mir den Film damals geholt und seitdem habe ich halt Amazon Prime. Mhm. Und ja. Ich glaube, das da. Ich glaube, die haben mein Grundstück abgerissen. Boah. Das ist ja fast wie in Real Life. Er ist einfach zu gut. Was? Aber wie ist es, ohne Spaß, was ich letztens erst mitbekommen habe. Könnte man meinen, ich habe einen VIP-Status, aber keinen YouTuber-Rang. Hä? Oha. Ja, frag lieber mal nach. Ja. Wenn die es mir rausgenommen haben, haben sie mir rausgenommen. Dann machen wir keinen Akt draus. Also. Nö, nö. Kann sein, dass die den Server resettet haben. Ich kann auch gar nicht auf die Kiste zugreifen. Was haben sie denn gemacht? Was hat es eigentlich mit diesen ganzen, also irgendwie, also du weißt ja, ich war ja ein paar Mal schon bei dir, also im Ort, ne, und früher, da war das immer so, ein Fremder, bestimmt ein Hater, ne, so. Mittlerweile in den Videos manchmal, das sind die irgendwie gefühlt, ich weiß nicht, ob das Einheimische sind, sind es deine Nachbarn, die da immer so wütend sind teilweise auf dich, oder du hast dich da mit irgendjemand gestritten und keine Ahnung, ich meine, die sollen doch... Ach, du kannst du doch nichts dafür im Endeffekt. Habe ich nicht verstanden, wer das da sein sollte. Hm. War ich abgehackt, oder? Nee, Moment. Okay. Ach, das wurde umbenannt anscheinend. Der Rang. Okay. Interessant. Ach, Rainer. Ja, jedenfalls... ich gebe es mal zurück nochmal. Scheiße. Ach, was soll's. Ja, also die sind, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer auf mich sauer sein soll. Also ich habe da überhaupt nichts mitgekriegt. Der ganze Ort, Rainer. Aber auch wirklich der ganze Ort. Bis auf hier die zwei, drei Verwirrten da. Marion und der Thomas. Die Schweighöfers. Ich habe ja mittlerweile, also ich habe es ja mittlerweile so eingestellt, dass ich nur noch meine Überwachungskameras habe. Okay. Und also ich schaue nur noch über die Überwachungskameras. Ja, ja. Also du gehst gar nicht mehr raus quasi, wenn da draußen Leute sind, du guckst das einfach nur an und... Ich meine, das habe ich ja schon, das mache ich ja schon seit Monaten, dass ich nochmal rausgehe. Ja, ja. Hast du auch konsequent durchgezogen, dass du nie Leute auf öffentlicher Straße angeschrien hast, bespuckt hast, beworfen hast, nass gespritzt hast. Achso, konsequent ignoriert. Der Hate wird weniger und ignoriert.
Ja, ich meine, ganz ehrlich, bei dem Wetter, und ich meine, wird ja auch ein bisschen schwer fallen, also keine Ahnung. Aber du hast dich irgendwie mit irgendjemandem gestritten und dann hieß es so, boah, hau doch ab aus als Schauerberg, und dann hast du gesagt, ich bin schon viel länger da als du, und irgendwie, es kam einem so vor, als ob das Einheimische wären, mit denen du dich da gestritten hättest. Ach so, voll jetzt komisch. Jetzt weiß ich, was du meinst. Richtig. War das die mit ihren Pferden, die da in Altschauerberg gewohnt hat? Ich glaube, ich weiß, welches Besuchsvideo er meint. Aber gut, vielleicht erklärt Rainer es jetzt auch. Die Psychotante war das gefühlt. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Nee, es ist kein Einheimische. Das ist die Tusse, wo oben die Wiese gehört. Das ist, wo die von meiner Mutter abgekauft hat. Ah, okay. Warum, Rainer, beleidigst du denn die sofort? Und ja, will ich ehrlich gesagt nicht bloß drüber reden. Okay, das sind halt einfach ein paar Kasper, die sich mords was darauf einbilden, dass sie jetzt hier oben die Wiese haben. Aber die wohnen halt hier nicht. Die wohnen ein paar Ortschaften weiter. Und ja, keine Ahnung. Anfangs hat man sich mit denen echt super verstanden. Also es gilt nicht nur für mich, es gilt auch für ein paar andere, die hier wohnen. Man konnte sich anfangs mit einer super unterhalten, und später haben die dann angefangen, voll rumzuspinnen. Also, die haben mich dann ja auch angezeigt wegen Beleidigung, obwohl sie mich vorher schon viel mehr beleidigt hat. Ach, Rainer, klar, hast du dich mit denen gut verstanden. Aber wenn man dich halt auch ein bisschen länger kennt, merkt man, was für eine Person du bist. Was dumm war, weil da gibt es ja dieses ganz bekannte, oder ich glaube, ganz bekannte YouTube-Video, war ziemlich dumm, mich zu beleidigen, weil ich bin einfach hergegangen, habe das YouTube-Video gezogen und habe einfach mal gesagt, okay, die haben mich beleidigt, ich wurde wegen Beleidigung angezeigt, schaut euch das Video an, und ja, dann hat sich das eigentlich erledigt gehabt. Die sollen sich auch nicht so anstellen, im Endeffekt, deine Familie wohnt da ja schon viel länger, ich meine, deiner Mom gehört das Haus und du wohnst da schon ewig. Meiner Mom gehört das Haus nicht, mir gehört das Haus. Das ist mein Haus, mein Grundstück. Okay. Damals noch, heute nicht mehr. Die Generation Winkler ist aus Altschauerberg entfernt worden. Ja. Das ist auch ein Irrglaube. Das Haus gehört niemand anderem außer mir. Okay. Also klar, ich weiß gar nicht, wer behauptet denn das eigentlich? Dauernd so Gerüchte ohne Spaß. Also ich habe dann irgendwie auch gehört, dass der Sturm letztens, es gab doch jetzt in Deutschland einen Sturm vor kurzem, dass dein Dach abgedeckt werden muss, ne? Von der Scheune. Ach, das ist Bullshit. Ja, die Bulldog-Halle, die hat sich damals, also es muss ja vor März, hat er mal gemeint, 1. März müsste irgendwie ausziehen, also es muss ja vor März 2018 gewesen sein. Und ja, da hat sich die Bulldog-Halle ein bisschen geneigt, und im März hat dann auch die Bulldog-Halle so langsam ihr Dach verloren. Wartet kurz, ich glaube, ich blende euch das mal ganz kurz hier ein. So, da ist sie. Die gute Bulldog-Halle, ihr seht sie rechts unten, die dann auch nicht mehr lange durchgehalten hat. Ne? Und irgendwie irgendjemand hat mir geschrieben, also mein Scheunendach ist wahrscheinlich robuster als die Hausdächer der meisten Hater. Das ist so ein schöner Klassiker. Ah, traumhaft. Ja, Rainer, ganz bestimmt sind sie das. Oder war sie leider nicht. Ja. Also, das habe ich mit meinem Vater vor ein paar Jahren, also als mein Vater noch am Leben war, ein paar Jahre vorher, bevor er gestorben ist, haben wir das, danach geht ja auch also. Das haben wir, ja, wir haben das nach und nach damals gebaut, also ersetzt gehabt halt. Und, Ja, aber wie schlecht denn dann bitte? Wie schlecht hast du das mit deinem Vater ersetzt? Also, dass es dann so einstürzt. Also, Quatsch, was da erzählt wird. Das ist einfach nur Blödsinn. Hm. Ja, also, sieht man.
Ohne Spaß, du glaubst nicht, was manche Leute erzählen. Ich hab doch, glaube ich. Da ich in der Situation bin, dass ich es weiß. Ich habe eine Mail an rgnbgnsz@gmail.com bekommen, also an die YouTube-Mail. Und da hat mir einer geschrieben, dass ein Kran bei dir stehen würde und dass du deinen YouTube-Merchandise-Shop bauen würdest. Und brauche ich doch keinen Kran dafür. Hallo? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich habe etwa 8 Gebäude. Warum soll ich da noch eins bauen? Ja. Was? 8 Gebäude? Klar. Der Stall gehört auch dir? Alles, was auf meinem Grundstück steht, gehört mir. Sieht man doch. Das ist doch wie so ein U aufgebaut. Links sind 2 Gebäude, hinten sind 3 Gebäude und dann ist noch eins, das sieht man von der Straße aus nicht. Und dann noch mein Haus. Und da ist noch so ein kleines Gebäude in der Ecke. Das ist halt, ja, kein großes Gebäude, das ist halt bloß so eine kleine Hütte. Aber gehört auch noch dazu. Ja, damals noch, Rainer, konntest du mit Gebäuden flexen. Heute? Nee, eher nicht so. Ja, ey, mein Grundstück ist 1390 Quadratmeter. Krass, aber da zahlt man auch viel dafür, ne? So Abwasser und keine Ahnung. Ja, es geht. Ja. So arg viel ist es nicht. Gib doch mal ein paar Zahlen, Rainer. Dafür, dass du das zahlst, so, müsstest du ja eigentlich wissen, wie hoch die Gebühr da ist. Das hält sich in Grenzen. Ja, ja. Klar. Naja, ich glaube, die Müllabfuhr, bin mir nicht ganz sicher, aber die Müllabfuhr wird von Bundesland zu Bundesland, glaube ich, auch ein bisschen, bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Ich glaube, die wird von Bundesland zu Bundesland auch ein bisschen angeglichen. Warum steht hier ein Riesengebäude mit lauter Schweinespawnern ringsrum? Ach, Mensch, Rainer, es geht doch jetzt nicht um Minecraft. Kannst du dich bitte mal auf dieses Gespräch konzentrieren? Also, ganz ehrlich, wenn du die Möglichkeit hast, das guter Tipp von mir, also ich, keine Ahnung, da regen sich vielleicht Leute drüber auf, aber so ein kleiner Ofen oder halt einfach ein Kamin, du kannst da einfach, keine Ahnung, Papiermüll, alles mögliche an Müll einfach reinwerfen, dann hast du auch keine großen Müllgebühren, dann brauchst du keinen großen Mülleimer, einfach rein. Ich habe tatsächlich fürs neue Jahr, habe ich hier noch YouTuber da? Ja. Ja, gut. Ach, Rainer. Naja, das andere ist eben ein bisschen älter. Alter! Meine Güte, ich hasse sowas. Ich hasse sowas, wenn man... Es ist auch unhöflich. Es ist einfach nur unhöflich, wenn man sich mit jemandem unterhaltet und man macht irgendwas nebenbei. Das gehört sich einfach nicht. Oder man macht halt was nebenbei, aber trotzdem ist die Aufmerksamkeit voll und ganz auf diese andere Person gerichtet und nicht auf dieses Nebenbeiwerk, was man da macht. Und dann dieses, diese Nebensätze, die ihr da raushaut. Das ist ekelhaft. Ein ekelhaftes Verhalten. Das ist nicht gut erzogen, Herr Winkler, Herr Rudolf Winkler und Rita Winkler. Haben die schon wieder umgebaut? Na egal, ich habe für meinen, spiel ich ein bisschen Jumpdown. Ich habe für meinen, habe ich einen Faden verloren. Wo war ich? Ich kann dir gar nicht folgen, weil du dauernd immer was anderes erzählst. So. Ja, nee, ich bin nur am Zocken nebenbei. Ich wollte jetzt eigentlich auf das hinaus, was wir gerade gesprochen haben, aber ich habe jetzt gerade verpeilt. Was wir waren. Müll einfach in den Ofen reinballern und Müllkosten sparen. Ich habe vor, mir Dinger zu holen. Dinger? Es gibt bei Amazon, oder ich glaube, es gibt es auch woanders, gibt es so ein Gebäude. Gebäude, ein Quatsch. Gibt es so eine Maschine, die Dinger macht. Dinger? Briketts aus Holz, aus Papier. Ja, das habe ich auch gehört. Mit so Wasser, das spart man richtig viel Geld an. Ja. Ja. Da habe ich vor, im Sommer mir mal so eine kleine Plattform im Hof zu bauen, wo ein wenig erhöht ist, wo man halt, keine Ahnung, ein Gitter, einen Zaun oder irgendwas drunter macht, so einen ganz kleinen Maschendrahtzaun und ein bisschen erhöht, so einen halben Meter über dem Boden oder so einen Meter über dem Boden, keine Ahnung, habe ich genug Platz im Hof und dann einfach die da draufstellen. Ja, ganz ehrlich, und was du auf deinem... Da hat mich jemand draufgebracht auf die Idee. Was du auf deinem Land machst, kann dir auch niemand verbieten letztendlich, ne? Und es gibt schon ein paar Einschränkungen, die man nicht darf, aber... Ja, Rainer.
Mensch, ABS, der setzt immer so kleine Nadelstiche und triggert Rainer immer so ein bisschen, ne? Der kitzelt ihn. Schon schön. Und Rainer ist einfach zu doof, um das zu merken. Sowas zum Beispiel darf ich machen. Warum auch nicht? Ja. Also es gibt schon Sachen, man darf auf seinem Grundstück ja normalerweise keinen Müll lagern und alles. Das hat dich aber irgendwie nicht davon abgehalten, deinen Hof mit Müll vollzuladen, bis er randvoll gewesen ist. Bis die Ratten durch Altschauerberg gewandert sind. Na gut, was ist Müll, was gehört zum Haus, kann ja auch niemand genau sagen. Sehr schön, sehr schön. Ach, das müsste man sich eigentlich auf ein T-Shirt drucken. Oder für Rainer einrahmen. Das kommt auch immer drauf an, was es ist. Also momentan habe ich schon ein bisschen was da, aber ich räume das dann nach und nach weg momentan. Ja, ja. Hat sich halt im Laufe der Jahre, wo ich nicht viel gemacht habe oder nichts gemacht habe, ein bisschen was angehäuft, aber... Ja. Huch, was war das jetzt? Okay. Ich glaube, das kann ich vergessen, dass da heute noch immer noch kommt zum Zocken. Ja, die Sache ist halt, Es gibt auch irgendwie Sonderregelungen für das ganze Zeug, was man dann als Müll betrachtet oder was als Müll betrachtet wird oder nicht, keine Ahnung. Ich kenne mich da auch nicht aus. Ich habe das nur, die Polizei hat da nur mal was erwähnt. Vielleicht stimmt das auch gar nicht, ich weiß nicht. Ja. Boah, stimmt, apropos Polizei. Da vor kurzem so ein Spinner zu dir gefahren ist im String und bei dir Bilder machen wollte, hast du das mitbekommen? Ich habe da irgendwas mitgekriegt, ja. Ich habe mitgekriegt auch, dass die Polizei irgendwas... Was ist denn das? Ja, du hast ja auch die Polizei da gerufen wegen dem irgendwie oder keine Ahnung, also... Nee, eben nicht. Das ist das, was ich gerade sagen wollte. Die Polizei hat da irgendwas erzählt, dass ich da angerufen habe. Bestimmt überhaupt nicht. Polizei gelogen einfach, oder wie? Nee, nicht gelogen. Ich gehe davon aus, dass die gedacht haben, ich habe sie gerufen. Aber es stimmt halt einfach nicht. Ich habe das erst mitgekriegt, als es schon vorbei war. Krass, okay. Ich habe nur irgendwas, eine Aufnahme oder irgendwelche Nachrichten oder so. Irgendeiner von meinen Leuten oben hat dann halt gemeint, ja, die haben gesagt, dass du da die Polizei gerufen hast und alles. Und du so, hä, was? Und dann habe ich ja schon mal nachgefragt, um welche Uhrzeit es war und gewesen sein soll und alles. Dann habe ich gesagt, ja, um die Uhrzeit habe ich noch ungefähr 2 Stunden gepennt. Da habe ich mir zweimal rumdreht, bis ich aufgestanden bin. Aber okay. Klar. Ja, keine Ahnung, als ich... Ja. Hätte mir das auch nicht gefallen lassen, ganz ehrlich. Ich will auch nicht so ein Chip bei mir. Marvel wird doch mit E geschrieben. Marvel? Ja. Ja, Rainer, Marvel wird mit E geschrieben. Da kommt gerade so ein... Das. Einmal frech bei sich, ne? Da wollen sie mich verarschen mit Marvel und alles. Und sagen, ich schreibe Marvel falsch. Und dabei ist es richtig geschrieben. Irgendwas so, hä? Na, egal. Kommentare halt. Das ist scheiße. Danke für diesen wertvollen, konstruktiven Kritikpunkt. Ach ja. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen Mucke an. Ach so, aber also, dass du nicht mal rausgehst, hängt das dann auch damit zusammen quasi, also kommen deswegen auch keine Videos mehr von draußen? Also... Ich gehe schon raus, ich gehe nur nicht raus, wenn die Hater da sind. Okay. Weil, also. Keine Ahnung, also die Videos waren eigentlich immer, die waren echt cool. Also diese Stars auf einer Brücke war zum Beispiel eines meiner Lieblingsvideos. Das war auch ein echt schöner Tag tatsächlich. Ja. Und ich muss auch sagen, die Gegend bei dir ist richtig schön. Das stimmt. Lustige ist, ich habe das, was ist denn das? Ach, Rainer, Mann. Konzentriere dich doch bitte mal auf dieses Gespräch und hör auf, da Minecraft zu zocken nebenbei. Moment. Ach, das eine ist... Eine E-Mail von meinem Webbrowser-Server. Ich habe... Widerlich. Bis dahin auch tatsächlich nie realisiert, wie schön das bei uns ist, weil das für mich ja eigentlich alltäglich war, bis ich dann irgendwann mal ein paar Videos von draußen gemacht habe und so viele Leute geschrieben haben, wow, ist ja voll schön bei dir, voll krass. Mach mehr Videos von draußen, also die ersten Videos halt so, immer so, okay. Ja. Ja, Rainer, und wo sind diese ganzen Videos von draußen? Die waren dir dann doch zu viel Arbeit. Aber warum machst du es dann einfach nicht weiterhin? Weil ich was festgestellt habe. Na,
Okay. Das ist momentan allerdings noch eine Theorie, die ich demnächst mal überprüfen werde. Mhm. Ich glaube, ich habe schon eine Idee davon, aber vielleicht auch nicht. Weiß nicht, ob ich das kapiere. Ich möchte auch nicht gerade groß drauf eingehen, weil, wie gesagt, ich möchte das mal ausprobieren. Oh mein Gott. Rainer, du bist einfach stinkend faul. Also das ist meine Theorie. Was soll denn das für eine Theorie sein, dass Laufvideos... Ja, was? Was überhaupt? Die sind doch gut angekommen, tatsächlich. Warum hast du die eingestellt? Aber vielleicht kannst du es dir ja wirklich denken. Ja, ist auch oft so, wenn man drüber redet, dann passiert genau das Gegenteil und deswegen... Naja, logisch. Und dann bringt natürlich das Ausprobieren nichts. Vielleicht checkt der eine oder andere, es gibt, läuft eine 100% Aufnahme mit, die auch hochgeladen wird. Also, aber ich verspreche dir, bei mir kommt keine Aufnahme, also. Geht ja schlecht, wenn du keinen Kanal mehr hast in dem Sinne. Richtig, ja. Ja. Nee, also, ja, muss mal gucken halt, ne? Also, irgendjemand lädt bestimmt was hoch, da würde ich fast, naja, vielleicht keinen Finger, aber sagen wir mal meinen Fingernagel drauf verwetten. Super, Rainer. Du hast gewonnen. Glückwunsch. Dass da jemand was hochlädt. Und genau jetzt lädt keiner was hoch und der kann mir den Fingernagel auslassen. Nein. Ja, Fingernagel, Fußnagel. Oh. Aber Donkey Kong Country 2 HD. Was? Och, Rainer. Minecraft oder was? Nee, es sieht auf YouTube. Was? Boah, geil, sieht das schick aus. Vielleicht kommt es ja auf der Switch. Es sieht richtig schick aus. Geil. Mhm, toll. Wartet mal, was steht denn da dabei? Ach, das ist wieder so ein Ding, oder? Ding. Das unterschätzt halt auch viel, dass man sich ja auch mit so Games und so voll auf dem Laufenden halten muss, wenn man Let's Playt. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe Counter-Strike spiele ich ab und zu und keine Ahnung. Ja, ich halte mich auch nur über die Spiele auf dem Laufenden, die ich am absolut meisten feier halt. Aber darüber hinaus, boah, das sieht so geil aus, das Spiel in HD. Aber das ist wahrscheinlich wieder bloß so eine HD-Version halt, wo jemand gemacht hat. Boah, ja, ich glaube auch das Gras und so, richtig krass. Das ist ein Fan-Remake. Also, ich hab's gerade nebenbei gegoogelt. Naja, jedenfalls, ich halte mich da auch nicht wirklich auf dem Laufenden. Müsste ich aber eigentlich auch machen. Ist ja nur deine Arbeit. Gesehen, also, ich meine, ich bin ja in dem Sinne YouTuber. Ich mache ja, mach ja in erster Linie kein Gaming, sondern ich mache ja normale Videos in dem Sinne. Ja, die alle Schrott sind. Und die eigentlich ja nur ein Hobby sind. Womit du aber trotzdem Geld verdienen möchtest, weil es ja deine Arbeit ist und hör mir auf. Aber, also hauptsächlich halt. Aber wenn ich mehr Gaming machen würde, müsste ich eigentlich hergehen und müsste so oft neue Videos mit neuen Gaming-Sachen machen. Also da komme halt ich so gar nicht weiter. Also, ja, Rainer, wenn du dich wirklich auf komplett Gaming spezialisierst, auf komplett Gaming ausbreitest, wollte ich sagen. Aber vielleicht, ja, suchst du dir eine Nische in diesem Gaming-Bereich, wo du dich auskennst. Ja, was rede ich hier eigentlich? Einer kennt sich irgendwo aus? Nicht wirklich, oder? Zelda. Ich würde... Ach Gott, nee, du hast ja auch tatsächlich Zelda-Videos gemacht, die utopisch schlecht waren. Nee. Hör doch einfach auf, Videos zu drehen. Und geh arbeiten. Da muss man sich ja so auf dem Laufenden halten. Ja. Hm. Deswegen am besten einfach immer irgendwie alte Spiele immer und immer wieder spielen. Dann eh keiner. Ey, aber deine Homepage wird momentan bearbeitet. Auf Twitter gibt es ja so einen Bot, ich weiß nicht, ob du das weißt, der meldet immer, wenn irgendwas passiert. Drache macht Sachen, weiß ich schon, ja. Ja, und da steht, dass Drachen-LP gerade geändert worden ist und da auf deiner Seite, ich glaube, da wird wieder irgendwas gehackt. Da kann keiner groß was hacken. Das letzte Mal konnte da nur jemand was ändern, weil ich einer Person zu viel hingegeben habe. Nur ich dachte, da hat sich Nike hackt. Ding.
Also man kann das Ding da gerade installieren, wenn man drauf geht. Das ist lustig. Das stimmt. Ach, da mache ich mir jetzt keinen Kopf drüber. Ja, gut, dann können wir auch was anderes. Mein Forum. Ich weiß es gar nicht, ob es das noch gibt. Ich habe mich da selber noch nicht angemeldet. Ja. Warum? War ja auch so nur so. War nur so ein kleines Nebenprojekt mal. Aber stimmt, das wäre noch so ein Nebenprojekt. Da habe ich noch eine Frage dazu. Also, die Antwort auf die Träume, bestimmt schon 1000 Mal gefragt worden. Ist ja nicht dein Buch, ne? Nee. Das ist hundertprozentig nicht Rainers Buch. Er hat es nur erwähnt in einem Teamspeak-Leak und hat es Leuten geschickt in einem Teamspeak-Leak. Aber ist nicht sein Buch. Aber es ist mein Buch nicht so, wie es veröffentlicht wurde, ja. Genau. Aber ein paar Sachen sind ja schon ziemlich fertig und da hast du ja auch welche früher mal veröffentlicht. Irgendwas davon kam mir auch bekannt vor. Also an sich ist ja schon dein Buch. Ne? Oh. Ja, die Fassung ist halt, das ist die Rohfassung. Das ist also, so nie fertig gewesen. Das ist auch nie fertig geworden bisher. Machst du das noch das fertig irgendwann? Ich habe das Buch habe ich vor 2 Jahren geschrieben. Bevor ich mit YouTube bekannter war, hatte ich mal eine Zeit lang kein Internet, weil ich meinen Anbieter gewechselt habe. Da war ich so 2-3 Monate ohne Internet. Hm. Okay. Hast du nicht mittlerweile? Und Rainerle hatte keinen Zugriff auf Pornoplattformen. Und deswegen hat er sich Wix-Fantasien ausgedacht und die niedergeschrieben. Das ist absoluter Schmutz. Es ist keine Erotik. Es ist einfach nur, ich würde es ja nicht mal als Pornografie bezeichnen. Es ist ekelhaft. Ekelhafter Schund. Glasfaser? Nee, momentan noch nicht. Ah, okay. Na gut, dann geht es im Stream auch wahrscheinlich schwieriger, ne? Dann wächst es dann auch natürlich. Ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Es ging um dein Buch. Moment. Ja, nee, da geht es nicht groß drum. Ich habe das halt vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, mittlerweile sind es 3 Jahre, geschrieben. Ja. Als ich mal Zeit lang kein Internet hatte, als ich mal Anbieter gewechselt habe von Telekom auf 1&1. Und ist nie fertig geworden, habe ich auch nie vorgehabt, fertig zu machen. Letztes Jahr habe ich ja zeitlang mal dran rumgebastelt, aber das war es auch schon. Ja, aber das wird ja von einem Hater veröffentlicht, ne? Und ich glaube, der auch verkauft, ne? Das ist ja schon. Bin ich momentan in Korrespondenz mit Anwalt, oder? Nee, mit der Seite, über die er es verkauft hat, beziehungsweise die das dann gedruckt hat. Okay. Ja. Ich sehe deine Korrespondenz mit dieser Seite, Rainer. Ja, die theoretisch gesehen müssen die mich auszahlen und für das Zeug, was gemacht wurde, und müssen den anzeigen. Klar. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn das auch in irgendwelche, keine, also. User in your channel was kicked from the server. Was war das? Idle Time? Keine Ahnung. Vermutlich. Er hat die Arbeit gehabt und ein anderer verdient, das kann ja auch nicht sein. So. Ja, auch voll wie Fantasie und. Ich glaube, die Webseite ist offline. Original von mir. Drachen-LPD? Ja, eben gerade konntest du WordPress drauf installieren. Da lief gerade die Installationsroutine. Also zumindest ist die bei mir, wenn ich die Seite aufrufe. Ja, die Nachricht, die ich vorhin von meinem Anbieter gekriegt habe, da wird gerade gesagt, dass die Domain vergeben wurde. Neu vergeben worden, oder wie? Ja, die ist anscheinend. User in your channel was kicked from the server. Wieder Idle Time. Die ist anscheinend vor jemand anderem jetzt übernommen worden. Ist aber nicht sonderlich schlimm. Ich habe schon echt überlegt, schon länger, ob ich da. Ob das überhaupt über den Namen weiterlaufen soll. Weil ich zu dem Zeitpunkt, als ich das machen wollte, eine bestimmte Vorstellung hatte und dann letzten Endes die jetzt mittlerweile aber verworfen habe eigentlich. Ursprünglich war gedacht, dass ich es ähnlich wie, also nicht Gronk.de, aber ähnlich wie Gronk.de, also so für Gaming halt Aufbau. Letzten Endes hat sich jetzt aber rausgestellt, dass wir andere Sachen drauf machen würden. Hauptsächlich Poster und Merchandise-Verkauf und so weiter und so fort.
Aber, keine Ahnung, ich fand so ein Forum oder so, das ist halt schon persönlicher. Immer nur Sachen verkaufen. Klar, du verdienst Geld damit und so. Naja, ja, kann man ja, mit, auch, kann man ja mit drauf machen. Ja. Ja. Hier machen wir erstmal einen Cut, hätte ich gesagt gehabt. Wir sind eine Stunde, 7 Minuten und 10 Sekunden jetzt drin. Das war schön. Wirklich. Ich hoffe, RBS wird uns noch ein bisschen länger begleiten. Es ist wirklich, wirklich schön, wie er immer diese ganzen kleinen Nadelstiche und Trigger ansetzt bei Rainer, die er auch teilweise wirklich nicht versteht. Ja, ihr Lieben. Mal sehen, wann der nächste Teil weitergeht. Das war's erstmal soweit. Teil 1. Wir sehen uns. Metal off.